Ulrich ist heute unser Gast, kommt aus Moskau, lebt da schon sehr lange. Er ist hier mit seiner Frau Svetlana dabei. Leider hatten sie auch kennengelernt. Muss man die Papiere hier zusammen, ist bei der Polizei da drin ganz durcheinander gekommen. Wir wurden da von einem netten Polizisten, der uns dann demokratische Hilfe anbot. Er schützt alle, auch mit kritischer Meinung. Und der hat uns noch 10 Minuten auf oder so aufgehalten und wir waren schon noch ein paar Minuten früher hier. Ja, die haben uns gerade einen Hubschrauber geschickt. Es geht jetzt. Ist ja kein Geofix, sondern was ich vorhin eben schon sagte, wir haben gezielt eingeladen. Ich hätte gedacht, dass viel, viel mehr kommen würden, aber das Zuhause auch noch kommen würde, aber das ist toll von sich. Und es geht nochmal eine Dose rum, nehme ich an, von unserem Gastgeber von B5, die müssen ja auch irgendwie ihre Gelder kriegen, sammeln dann noch für. Und dann geht noch eine Liste rum von mir, vom Geofix. Wer da noch nicht das Geofix-Info bekommt, der kann sich hier eintragen. Das Geofix-Info gibt es 4-mal im Monat, kriegt man auch die Einladung zu unseren Treffen. Ulrich ist ein bisschen ungastlich von einigen Genossen empfangen worden. Wie wir es gestern bemerkt haben von der Antifa, die haben so Sachen rumgeschickt wie diese. Gehe ich nachher noch gleich ganz kurz drauf ein. Was Verschwörungstheoretiker und Putin-Freund oder so haben sie eingestuft. Und wir hatten befürchtet, dass da, nachdem genau auch angegeben wurde, er spricht um 13 Uhr bei der Kunstherrn-Demo und um 16 Uhr hier, dass da irgendwelche Typen auftauchen können und stören könnten. Ist aber nicht der Fall gewesen, war ein falscher Alarm, haben dann nur ihre... Bisschen rumgepuppt. Bisschen, genau. Und uns verunsichert und das war der Zweck vielleicht auch. Aber man kann es ja nicht genau einschätzen. Und ich sagte eben schon bei der Rede, die er gehalten hat, an der Kunsthalle, dass er 25 Stunden gebraucht hat, auch 25 Stunden oder 20 gebraucht hat von Moskau bis hier, über Umweg über Helsinki oder was, und sonst sind es 3 Stunden von Moskau nach Hamburg. Also ich werde jetzt mal kurz 5 Minuten was sagen, länger nicht, so als Einführung, und dann ist gleich Ulrich da, damit eben dann Fragen stellen kann. Wir haben uns geeinigt, dass es praktisch kein langes Referat gibt von Ulrich, sondern dass den Charakter hat, dieses Treffen heute. Ich glaube, alle haben ganz viele Fragen und die können dann gestellt werden und ausführlich beantwortet, nachgefragt werden und so. Ich sag mal, die Antifas haben zwar irritiert, sind aber nur eine übliche, unangenehme Randerscheinung, was wir ja schon seit letzten November kennen, wenn wir Demonstrationen waren, standen sie am Rande und haben da geschimpft. Wir impfen euch, also jetzt auch für dich, weil du es nicht gesehen hast, aber wir haben es immer erlebt, wir impfen euch alle und Nazis haben sie gegrölt, solche Geschichten. So kennen wir sie und jetzt so eine kleine Episode jetzt mit diesem Ding, das sie rumgeschickt haben. Naja, aber mich überrascht, dass sie jetzt dieses Treffen hier und auch vorhin in der Kunsthalle, dass sie das auch aufs Korn genommen haben und da auch was zu veröffentlichen, nicht? Dass sie das gegen uns machen, gegen diese Demos, Samstagsdemos, das war uns ja bekannt, aber dass sie das jetzt auch gemacht haben, das hat mich irritiert, ein bisschen überrascht. Und da wird er als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, da bei NDS, also Nachdenkseiten, Rubicon und Russia Today veröffentlicht. Ich möchte aber sagen, worunter ich mehr leide als durch solche Irritationen, und das ist die Berichterstattung in unseren, gerade unseren öffentlichen Medien. Ich höre ja nur NDR4 und Deutschlandfunk und Fernsehen, ARD und so. Und das ist unerträglich für mich jedenfalls, wenn man das einschaltet, was man da erlebt. Die Hetze auf Putin und vor allen Dingen die Glorifizierung von der Ukraine und von Zelensky. Das sind unerträgliche Meldungen zur Ukraine, wie das dargestellt wird. Ne? Und
da war das Balsam, möchte ich mal richtig sagen, richtig Balsam für meine Seele in der Vergangenheit, als ich dann solche Artikel las von diesem Pfad, diesem General-Merkel-Berater, von diesem, Baut, diesem General aus der Türkei, der so ein großer Ukraine-Kenner ist. Schweiz. Der auch Ukraine-Kenner ist, weil er da lange gewesen ist. Und dann von den Ex-CIA-Analysten, die auch ihre Einschätzung zum Konflikt, also zum Krieg gegeben haben. Naja, und dann so eine 37-Minuten-Sendung hier in der ARD neulich mit unserem Herrn Bürgermeister von Dunani, dem Vorgänger von unserem also das war, also kann man wirklich gut anhören. Und die waren sich alle einig und dann auch, dann, was der Papst gesagt hat, was man so mitgekriegt hat. Und dann befindet man sich plötzlich in einer Allianz mit solchen Leuten, hätte ich mir nie gedacht oder von träumen lassen. Was Tolles, was sie sagen, man stimmt überein und so. Und dann stimmt man plötzlich nicht mehr überein mit den Antifas, mit den Linksradikalen. Hamburger Bündnis gegen die Rechts und von denen wird man zum Gegner erklärt, bis zu solchen Geschichten hier. Und mit, obwohl man mit denen ja Jahre oder sogar Jahrzehnte, manchmal 30, 40 Jahre politisch im gleichen Weg gegangen ist, Veranstaltungen eingeladen, was zusammen gemacht oder so partiell. Und da steht man sich in Fronten gegenüber und mit denen sagt man, ja, was ich von denen höre, den Generälen und so, das ist ja richtig und die stimmen weitgehend noch überein. Und vielleicht werden wir auch von Ulrich heute hören, Einschätzungen, die sich geben. Das werden wir gleich sehen. Und zur Diskussion jetzt. Ich würde vorschlagen, wir machen drei Komplexe. Erstens Fragen zur Situation in der Ukraine. Zweitens die Ursachen des Krieges. Und drittens die Möglichkeiten, die Lösungsmöglichkeiten. Das so ein bisschen untergliedern von den Fragen, die gestellt werden, damit nicht alles so total durcheinander geht. Als erstes würde ich aber jetzt Ulrich das Wort erteilen. Ulrich ist ja Hamburger, alter Hamburger Genosse. Kannst du sagen, wie lange du hier gelebt und gewirkt hast? Und dass du dann, seit wann du dann in Russland lebst mit deiner Frau? Und dann danach von deinen Worten oder Einführung, dass wir dann gleich zu den Fragen kommen. Also, geboren 1954, Betriebsarbeit bei MBB, Jugendvertreter bei MBB, dann übernommen, dann bei Still gearbeitet am Band, dann bei Siemens als Bohrer gearbeitet und dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, mich weiterzubilden. Bin dann in die HWB gegangen, ich hatte kein Abitur, also ich habe dann da Diplom-Volkswirt studiert und danach habe ich weiter studiert, neue mittlere Geschichte, habe das mit Magister abgeschlossen. Dann habe ich, da ich immer geschrieben habe, den Wunsch gehabt, ich will Journalist werden, weil ich diese, eigentlich wollte ich vielleicht Geschichtsforschung betreiben, aber diese Professoren waren mir nicht so, mit denen wurde ich nicht so richtig warm. Und dann bin ich als Journalist, habe ich gedacht, also Russland, das ist ja fantastisch, das ist ja so offen an die Gesellschaft. Ich hatte so gedacht, da entwickelt sich so eine Gesellschaft, die das Gute vom Sozialismus erhält und das den Kapitalismus nicht so kopiert, wie er ist, sondern gut, es war dann so eine Illusion, die ist. Hat sich zerschlagen, also dann 1994 ging es los mit dem Tschetschenienkrieg, und dann war so praktisch Kampf innerhalb der Russischen Föderation. Und naja, dann habe ich praktisch für Regionalzeitungen gearbeitet, für die Taz war ich akkreditiert für den Tagesspiegel. Dann habe ich für Deutschlandfunk auch Reportagen gemacht. Dann habe ich 2001 habe ich dann von der Sächsischen Zeitung Honorarvertrag gekriegt und die haben mich dann aber 2013 gekündigt, als der Maidan in der Hochphase war, kriegte ich einen Anruf, hier liegt Drucken, ich habe gar nichts mehr von Ihnen. Und, das gleiche wiederholte sich vor drei Wochen,
Also ich war dann beim Freitag akkreditiert die letzten 5 Jahre und dann schrieb der Chefredakteur, der war so blöd, hat mir sogar das schriftlich aufgeschrieben, sein Idiotismus. Also womit er mir natürlich Vorlage gegeben hat, das zu veröffentlichen, weil ich natürlich so total sauer war. Ich meine, ich habe da sehr viel geschrieben und für wenig, wirklich wenig Geld, also dass ich den kriegst du 150 Euro für einen Artikel so ungefähr. Also teilweise Reportage sogar aus einer Diamantengrube in Sibirien. Und er hatte praktisch gesagt, ja, Sie sprechen nur von Interventionen in der Ukraine und nicht von völkerrechtswidrigen Krieg. Und er hat aber nirgendwo gesagt, wo ich überhaupt mal was dazu gesagt habe. Ich habe nicht solche Erklärungen abgegeben zu diesem Zeitpunkt. Also habe ich bis heute nicht so eine Gesamteinschätzung. Ich habe einfach nur mich geweigert, in diesen Chor einzustimmen, Russland an Pranger zu stellen. In diese Formel einfach, wie das auf jeder Rede sogar von Linken heute gesagt wird, die verurteilen den völkerrechtswidrigen Krieg in der Ukraine. Also mein persönliches Gefühl war auch, muss sagen, sehr gemischt, weil ich hatte schon erwartet, dass das wurde schon von Kreml-nahen Politologen wurde angedeutet schon im Dezember, dass wenn diese Verhandlungen mit der NATO mit den Amerikanern, wenn das zu keinem Ergebnis führt mit den Sicherheitsgarantien, dass Russland dann die Volksrepublik anerkennt und auch unter seinen militärischen Schutz stellt. Und das hatte ich also mir vorstellen können, dass das passiert. Und das, als ich dann hörte, dass Russland auf der ganzen Front angreift, sozusagen von Belarus bis zur Krim, war ich sehr erstaunt, weil auch sogar, Kreml-nahe Politologen, die auf so einer Website veröffentlichen, auf Russisch, könnt ihr mal anklicken, Ukraina.ru, also eine gute Website, allerdings Kreml-nahe, muss ich dazu sagen, also der hatte so gesagt, ja, also wenn Russland 2014 einmarschiert wäre, dann wäre das vielleicht unproblematisch gewesen, weil da war eben eine aktive Bewegung für Föderalisierung der Ukraine und auch eine pro-russische Bewegung, also das war so schwanken vom März bis Mai 2014. Jetzt ging es los mit Förderung der Föderalisierung und als dann Kiew am 13. April 2014 Truppen schickte, ich muss dazu sagen, davor wurden auch schon Gebäude besetzt. Also es war so praktisch, aber die Kriegshandlung ging von Kiew aus. Also die Gebäudebesetzung war noch kein Krieg. Also Gebäude, Generalstaatsanwaltschaft in Lugansk oder Gebietsverwaltung in Donetsk wurden besetzt von, russlandfreundlichen Leuten, was war sozusagen ihre Angst? Die Angst war, dass praktisch die neue Regierung in Kiew, 3 Tage war sie im Amt, hatte sie schon den ersten Beschluss, den sie gefasst hatte, war, der russischen Sprache den Status einer Regionalsprache zu nehmen. Also das heißt, wenn da über 30% der Bevölkerung in einem Gebiet Russisch sprechen, was zutrifft für einen großen Teil der Südostukraine, dann hat die russische Sprache eine Amtssprache. Das Zweite, was die Leute dort, wovon sich bedroht fühlten, war eben, dass ein neues Geschichtsbild also entwickelt wurde. Das heißt also, Nationalhelden waren jetzt also Roman Schuchewitsch und Stepan Bandera, die Gründer und Führer der ukrainischen Aufstandsarmee, die mit den Nazis kooperiert hat, die beteiligt waren, Massaker gegen Juden, also bis und Polen, also in der Westukraine. Also während der deutschen Besatzung. Und ich meine, das kann man schon nachvollziehen, wenn Russen, zwar Bürger der Ukraine sind, aber sozusagen nah an Russland dran wohnen und wenn man denen sozusagen eine ganze neue Identität verpasst oder von ihnen fordert, ihr müsst jetzt auch, wer kriegt das neue Helm? Und der 9. Mai, also in der Ukraine, ich weiß nicht, ob ich das so mitgekriegt habe, der wurde in den letzten 8 Jahren, war das ja immer ein sehr gefährlich. Die haben zwar auch 9. Mai-Demonstrationen, also am Siegestag ihre
Demo gemacht mit Veteranen, also in der Ukraine gibt es ja auch Zehntausende von alten Männern und Frauen, die mit Ordensbehemden, Jacketts am 9. Mai an den Demonstrationen teilnehmen. Und die wurden teilweise täglich angegriffen. Also vor allen Dingen, wenn sie Blumen niederlegten, wenn sie alleine waren. Auch, also, das sind Dinge, über die deutschen Medien nicht berichtet haben. Überhaupt der gesamte Terror gegen Andersdenkende in der Ukraine, also Journalisten, die irgendwie, wo jemand gesagt hat, sie würden von den Volksrepubliken finanziert. Oder der erste Tote war im Mai 2015, Onis Busina, ein russisch-freundlicher Schriftsteller in Kiew, der kam auf die Liste ihrer Todes, das heißt auf Deutsch Friedensstifter. Auf dieser Liste stehen also alle Feinde der Ukraine. Die Liste wurde erstellt von einem Berater des ukrainischen Innenministers Gerashenko, Anatoly Gerashenko, der jetzt auch die härtesten Erklärungen heute abgibt. Und auf dieser Liste sind 4.000 Personen drauf, also vor allem die Journalisten, auch angesehene Medien wie Spiegel, Reuters, was weiß ich. Also alle, die mal irgendwie in den Volksrepubliken waren, sind schon eigentlich Feinde der Ukraine. Und können vielleicht, haben auch wieder dann Einreiseverbot gekriegt, wenn sie da waren. Also es gibt eine ganze Liste von Leuten, die von spanischen Medien, von was weiß ich, niederländischen Medien, die in die Volksrepublik als Berichterstatter fahren wollten oder gefahren sind, und dann wurden sie so geächtet. Und bei mir war es auch so, ich war praktisch 2014 hatte ich so einen Film gemacht über den Brand im Gewerkschaftshaus von Odessa und hatte Angst, wenn ich jetzt in die Ukraine fahre, dass ich dann mit den Nazis zu tun bekomme, die sich einfach auf der Straße frei bewegen und ungeahndet ihre Attacken starten. Und dann habe ich gedacht, ja, ich fahre nicht über Kiew, wie es eigentlich vorgeschrieben war, sondern über Russland, womit ich praktisch die Anordnung der ukrainischen Regierung verletzt habe. Aber ich habe gedacht, also, wenn ich schon zur Ukraine mache, ich will jetzt die Volksrepublik. Und dann kriegte ich eben am 30. April 2016 in meinem deutschen Pass in Odessa einen roten Stempel, wo drauf stand 5 Jahre Einreiseverbot. Und na, das wurde dann in Diskussionen im Internet, wurde das dann auch mir noch zu lassen. Also so, ihr kennt ja diese erregten Debatten, wo man dann also alles auf den Tisch packt, was man an Negativen. Der hat ja sogar ein Einreiseverbot in der Ukraine. Das kann ja kein Journalist sein, sozusagen. Naja, also wie ist die Lage heute? Also ich habe schon gesagt, dass ich überrascht war über diesen Angriff auf breiter Front. Und ehrlich gesagt, ja, also meine Befürchtungen sind nach wie vor da, weil ich sehe keine klare Strategie. Ich bin auch ehrlich gesagt überrascht, dass die Volksrepublik, also dass die Gebiete Donetsk und Lugansk sind insgesamt doppelt so groß wie die Volksrepublik. Das heißt, die Separatisten kontrollieren nur ein Drittel. Inzwischen kontrollieren sie fast das gesamte Lugansk-Gebiet, aber noch immer nicht das gesamte Donetsk-Gebiet. Weil dort hat sich, also in den letzten 8 Jahren, haben sich dort diese ukrainischen Militärs und diese rechten Bataillone wirklich mit Bunkern und allen möglichen Anlagen eingenistet. Und wird auch dann immer berichtet, ich kann jetzt nur russische Medien zitieren, weil andere berichten nicht von der Front, dass sie eben auch regelmäßig auch in Fabriken sich und in Krankenhäusern, in Schulen, also überall da, wo das für die russische Armee schwer ist, drauf zu schießen, oder wo denn die russische Armee einfach sagt, müssen wir die aushungern oder müssen wir, was weiß ich. Kharkov ist bis heute ja nicht erobert worden, Kiew auch nicht. Und also, ich meine, ich will hier nicht irgendwie die russische Kriegsführung irgendwie jetzt verteidigen, also, aber ich stelle schon fest, dass Russland eben keine Städte erobert. Ich meine, es ist ein Unterschied zu Grozny, was habe ich auch selber, ich war selbst auch mehrmals in Tschetschenien, also wo ich 2001 wirklich eine komplett zerstörte Stadt gesehen habe, also alles in Ruinen, und die wurde dann komplett wieder aufgebaut, habe ich auch gesehen, vor 2 Jahren noch. Und nicht nur mit Hilfe Russlands, sondern auch mit Hilfe tschetschenischer Geschäftsleute.
Naja, also es ist eine sehr komplizierte Geschichte, Tschetschenien. Also auf jeden Fall, die Perspektive ist mir unklar, also wo das enden soll. Also, weil die NATO zeigt ja ganz klar, dass sie russische Truppen auf ukrainischem Territorium nicht akzeptiert. Also nicht, auch also eine Möglichkeit, dass Russland jetzt sagt, ja, wir werden die Gebiete, die wir jetzt haben, in Südostukraine, die werden jetzt, machen wir Volksrepubliken oder was weiß ich. Da gab es eine Diskussion jetzt, das ist schon ein Cherson-Gebiet, das ist das Gebiet nördlich von der Krim, dass das jetzt dort so eine Art Bewegung für eine Volksrepublik, dass man das da fördern will und möglicherweise so eine Regierung dort praktisch als erstes Pilotprojekt, aber das scheint noch nicht so richtig in die Gänge gekommen zu sein. Darf ich eine Frage dazu stellen? In Kherson, da ist es dort, da werden doch schon Rubel ausgegeben und jetzt auch offensichtlich kann man auch russische Pässe da antragen. Ja, oh, also das auch schon. Habe ich dann doch auf RT festgestellt. Naja, das war eine Frage zum ersten Block. Achso, Entschuldigung, ich habe das eben so verstanden. Ja. Entschuldigung. Also das Problem ist, es gab praktisch dieser eine Politologe, den ich zitiert hatte, der sagte, 2014 wäre es für Russland einfach gewesen, da einzumarschieren, weil es da noch Leute gab, die aktiv für Föderalisierung und für Kooperation mit Russland eingetreten sind. Diese Bewegung ist ja in den letzten 8 Jahren sozusagen politisch zerstört worden und mit Terror einfach. Also, ich meine, der Brand im Gewerkschaftshaus von Odessa war einfach ein Mittel, den Süden der Ukraine komplett in Angst zu versetzen. Jede Bewegung in diese Richtung wurde verfolgt. Die Untergrundleute, also die Leute im Untergrund von Odessa, die da noch irgendwie aktiv waren, Netzwerke wurden verhaftet und also sind schlimme Sachen passiert. Das könnte ich also lange drüber reden, aber jetzt ist die Situation so, dass es gibt keine Bilder von jubelnden Bürgern, die russischen Panzer mit Blumen bewerfen und gibt es nicht. Also ich war selber an einer Reise teilgenommen nach Donetsk und Lugansk und dort waren wir auch in Kontakt mit der Bevölkerung. Das war dann so praktisch, da standen russische Laster, da wurde praktisch Brot ausgegeben, Konserven und Wasser für so Dörfer, die praktisch, wo alles zerstört war, also keine Gas, keine Elektrizität. Und da in diesem Umfeld konnten wir Interviews führen und da habe ich praktisch mehrere Frauen interviewt, komischerweise vor allem Frauen so ungefähr um die 50. Und alle haben mir ins Mikrofon gesagt, fantastisch, wir sind befreit worden und lange haben wir darauf gewartet. Aber natürlich kann ich daraus jetzt noch nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass jetzt diese Stimmung so stark ist, wie diese Frau mir das berichtet hat. Dazu müsste ich öfters dahin fahren und auch außerhalb der, sag ich mal, auf eigene Faust da rumlaufen, einfach so. Weil natürlich Russland ist natürlich daran interessiert, dass wir unsere Nationalisten die ganze Sache wirklich als erfolgreiches Projekt darstellen. Und ich meine, ich als selbst wenn ich das glauben würde, dass es ein erfolgreiches Projekt wäre, würde ich trotzdem versuchen, alleine auf eigene Faust rumzulaufen. Weil jeder Leser in Deutschland würde mir meine Artikel um die Ohren hauen und sagen, wenn du da von den Russen nur mitfährst, dann da kann man nichts mehr rüberkommen. Also, das heißt, du musst schon auf der Straße rumlaufen, in Kneipen gehen, irgendwo, wo sich zufällige Gespräche ergeben. Das habe ich auch in Lugansk 2020 habe ich das so gemacht. Also, oder auch bei anderen Reisen, ich war öfters dort. Und ich meine, ich habe zum Beispiel, als ich in Lugansk war 2020, habe ich schon Jugendliche getroffen, also die sagten, sie wollen, dass es wieder Ukraine wird, oder sie wollen danach in die Ukraine gehen. Das sind aber teilweise auch so pragmatische Entscheidungen, weil natürlich in diesem Volksrepublik ist ja kein richtiger Aufschwung zu sehen, zumindest nicht bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo Russland das sozusagen in seinen Einflussbereich mit eingemeindet. Also die Männer, viele Männer arbeiten aus dem Volksrepublik, die arbeiten in Moskau oder auf dem Bau, machen Wohnungsrenovierungen irgendwo in Russland und Jugendliche versuchen dann nach irgendwie auf russische Unis zu kommen und
Also die, also es ist nicht keine, wenn du auf der Straße, wenn du auf die Straße guckst, auch jetzt, als ich da war, siehst du eben doch Leute eher über 45. Also es fehlt die Jugend, es fehlen die Männer. Gut, dann wurde mir gesagt, die Männer sind bei der Armee, also bei den Lugansk- oder Donetsk-Streitkräften, die auch sehr aktiv Krieg führen, also gegen die ukrainische Armee und auch Gebiete erobern. Und das ist schon glaubhaft, aber ich meine, es ist auch irre, dass, vielleicht wisst ihr das nicht, dass es wurden vor 4 Wochen, glaube ich, haben sich angeblich, wie viele waren das, 200 Marineinfanteristen der Ukraine ergeben. Und dann hat der russische Armeekanal, der heißt Svesda, die haben Interviews gebracht, wo so ukrainische Marineinfanteristen liegen, also in Krankenbetten in Donetsk, also in der Stadt, die sie selbst, die Ukraine beschießt ständig, ne? Und werden da gepflegt. Und die Krankenversorgung in Donetsk ist sehr gut, die haben also sehr gute Krankenhäuser bis heute. Und naja, und natürlich die, würde ich mal sagen, die russische Armee hat es auch ganz bewusst so platziert, diese Videos, um zu zeigen, wie erniedrigend die Marineinfanteristen, die im Azov-Fabrik ausgehandelt haben, wenn die sich ergeben, wie erniedrigen sie nicht, wir behandeln sie korrekt. Es gibt ja auch andere Bilder, die kennt ihr vielleicht von 2017, wo Givi, das war so ein Feldkommandeur, so ein sehr energischer Typ, der hat dann so 8 Gefangene, mussten sie auf die Knie und hat ihnen die Schulterstücke abgerissen, also ukrainische Soldaten, die Donetsk bombardiert haben, auf die Knie, die hat ihnen die Schulterstücke abgerissen, hat ihnen das in den Mund gestopft, also war schon hart, also, aber das hat die russische Armee, ich meine, das war eben, der Kampf in Donetsk und Lugansk war sehr stark auch spontan und basierte auch sehr stark auf Bataillonen, die sich gebildet hatten und die ihre eigene, die haben da ihre Gebiete auch am Anfang kontrolliert. Also die hatten so Namen wie Somali, Spartak, Pjatnaschka, also so Namen, die irgendwie was mit der Herkunft dieser Leute zu tun hatten. Und das bekannteste war hier Prizrak, also Geister heißt es. Wo hier der Kollege auch, Werner, hat mir gerade erzählt, dass er bei denen zu Besuch war. Ja, Ulrich, wollen wir gleich, wenn okay. Fragen anfangen zu dem ersten Komplex, den ich vorgeschlagen hatte, nämlich zum Situation in der Ukraine und auch zu Russland. Das hängt ja unmittelbar zusammen. Und ich kann zu beiden, zum Aspekt für beide Länder, kann er, glaube ich, was sagen. Und das Zweite wäre dann, dass wir dazu kommen, zu den Ursachen des Krieges am zweiten Komplex. Aber erst jetzt möglichst sich dahalten, auf diesen Komplex Fragen zu stellen. Und vorweg habe ich vorhin noch vergessen, Ulrich war schon mal hier, genau vor 7 Jahren, 2015 im Mai, im Kurierhaus damals, und hat den Film da gezeigt, so besser. Kannst du vielleicht bei Gelegenheit auch noch was zu sagen? Das war so ein wichtiges Ereignis, denke ich, wie da Menschen umgekommen sind und in Brand gesteckt worden von rechts, von Nazi-Banden. Und dann nochmal, einige haben das nicht gehört, ich lasse nur ein Tablett hier noch rumgehen. Wer das schon fix Info haben möchte, 4-mal im Monat die Einladung zu können, der kann sich ja eintragen. Also jetzt zu fragen, wer Fragen hat zur Situation Russland und Ukraine. Werner hat das erste. Eine Sache zum Verständnis auch, Donetsk, die Stadt ist flächenmäßig so groß wie Hamburg etwa, also schon 750 Quadratkilometer und das ganze Gebiet Oblast Donetsk, etwa wie Schleswig-Holstein, um diese Größenordnung geht es. Und das ist die eine Sache, die ich da zu der Vorstellung sagen wollte. Und die andere, als wir da waren, 2018, waren die Stellung halt wegen der Langsamkeit, mit der sie erobert werden, schon, wenn sich jemand mit Betonbau auskennt, das ging in die Nähe von guten Betonbauarbeiten, wo sich die Faschisten eingegraben hatten. Und dann noch eine andere Bemerkung, hier sind einige junge Leute, die es auf welchen Wegen auch immer geschafft haben, als sudanesische Studenten, die also nicht unsere Hautfarbe haben, hierher zu kommen. Die wurden von Arischen, sage ich bewusst,
Ukrainern aus den Zügen rausgetreten. Die wollten eigentlich nach Russland, die haben in Charkow studiert, auf Russisch. Und da wurden sie mit dem Tod bedroht. Nein, und sie sind hier. Und der eine hat mir erzählt, das war wie in Katalonien, wenn sie Russisch gesprochen haben, auf einer Behörde. Hau ab, du Hund. Sprich die christliche Sprache. Das zu dem Verständnis, wie mit dem Russischen umgegangen wird. Also ich habe mal zwei Fragen, die sind vielleicht merkwürdig, aber es sind ja wirklich Faschisten in der Regierung. Aber ich frage mich, Selenskyj, also mit der Person Selenskyj. Selenskyj ist Jude und arbeitet in einer Regierung, die mit Faschisten besetzt ist. Wie funktioniert das eigentlich? Also ich muss das einfach mal wissen, wie funktioniert das. Ich würde nicht sagen, dass die ukrainische Regierung faschistisch ist. Das kann man also. Ich meine, warum kann man das nicht sagen? Weil es gibt, man sagt, viele Elemente, die sind faschistisch, aber Faschismus ist für mich als Deutscher irgendwie, da denke ich einfach an den Hitlerfaschismus mit Konzentrationslagern, ich meine, es gibt Parallelen, gibt es schon. Also ich meine, die Russen, die sich zu Kiew bekennen, die werden praktisch ja mit Tod bedroht durch Raketenbeschuss. Die russische Sprache wird im öffentlichen Raum verboten. Aber es ist nicht, immerhin wird sie noch an den Grundschulen bis zur 4. Klasse noch unterrichtet. Es gibt Äußerungen vom Kulturminister zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der noch im Amt ist, der hat gesagt, wir haben hier unreine Gebiete. Und dann meinte er, also Gebiete, die durch Zuwanderung von russischen Facharbeitern sozusagen, wo das ukrainische Element weniger geworden ist. Und das hat er gesagt, hat er sich danach irgendwie so ein bisschen entschuldigt, als es der Proteste gab. Ich meine, was ist faschistisch, dass zum Beispiel die Nazis, also diese Schlägertrupps, also SS-14, die Leute umbringen, die Leute anfallen auf der Straße, die auch gegen Künstler vorgehen, gegen Kunstausstellungen, die auch bei Schwulen-Demos oder bei Roma, die Romas an Laternenpfähle festkleben, weil sie irgendwie angeblich jemanden bestohlen haben. Also das sind natürlich schon faschistische Methoden. Aber ich meine, die Ukraine hat auch eine sowjetische Vergangenheit und es gab auch in den letzten 8 Jahren gab es auch, wie gesagt, am 9. Mai Demonstrationen mit Veteranen, also mehrere tausend Menschen in Kiew haben demonstriert. Es gab auch im Fernsehkanal Ukraine, der gehört dem Oligarch Achmetow, gab es solche wunderschönen, am 9. Mai solche, das nennt sich so ein künstlerischer Abend, da treten Sänger auf, singen alte Veteranenlieder und mit Bildern, also sehr, sehr schön gemacht, sehr stimmungsvoll. Und also das gab es auch. Aber jetzt durch die Verschärfung, also Zelensky ist ja als Friedenspräsident gewählt worden, hat versprochen, ich mache Frieden. Und dann hat er praktisch ab 2000, wann wurde er gewählt worden? 2018. Also 2019 hat er sogar noch mit einer kleinen Entflechtung organisiert, hat sich sogar an der Grenze mit Rechtsradikalen angelegt, die nicht abziehen wollten, hat die da vor der Kamera überredet. Aber dann hat er wenige Monate später, 2020, hat er angefangen, oder aus seinem Umkreis wurde gesagt, wir müssen das Minsker Abkommen nachverhandeln. Und es ist unzumutbar für uns, wir können das nicht. Also konkret war damit gemeint, die Wahl in den Volksrepubliken unter Aufsicht der OSZE, und erst nach der Wahl werden die Truppen, erst nach der Wahl wird die Grenze zwischen dem Volksrepublik und Russland der Ukraine übergehen. Das sollte sozusagen, der Sinn war ja, dass man den Menschen, die dort eine neue Gesellschaft aufgebaut haben, dass man denen einen Schutz gewährt durch Wahlen und
Weil die Ukraine hat auf allen Kanälen offiziell und inoffiziell gesagt, wir machen wir richten Filtrationslager ein. Die können nach Russland gehen und hat sie praktisch auch mit dem Tod bedroht. Also mit was heißt Filtrationslager? Da gab es also Lager, wo auch gefoltert wurde. Und wo Leute auch einfach verschwanden sind, glaube ich, Lugansk sind 50 Personen einfach seit 2014 sind nirgendwo mehr aufgetaucht. Und also dieses Abkommen war für die ukrainischen Nationalisten, die immer mit den Tonangaben in Kiew und die einfach, also die, praktisch die Politik wurde, so wie Melnik in Deutschland Politik macht, die deutsche Politik bestimmt, so haben eigentlich die Nazis, die kleine ist eine überschaubare Zahl, durch ihre Attacken, durch ihre Einflussagenten, sage ich mal, in bestimmten Schaltstellen, haben die Politik bestimmt. Ne? Also zum Beispiel der André Parubi. Also man kann nicht sagen, dass die Regierung alles faschistische Netze ist. Das ist falsch. Aber es gibt Schlüsselpositionen, wie zum Beispiel der André Parubi, der war Gründer der Sozialnationalpartei der Ukraine 1990. Die wurde dann umbenannt irgendwann in Svoboda, Freiheit. Dann wurde er Kommandant des Maidan. Und dann wurde er Vorsitzender der Rada, also des Parlaments, 2014, nach diesem Staatsstreich. Und der wird auch verdächtigt, dass er die Fäden gezogen hat bei dem Brand im Gewerkschaftshaus. Er war nämlich kurz, also am 30. April 2014 war er. Hat er solche Kontrollposten besucht von Maidan-Anhängern rund um Odessa, hat er schlussliche Lassen verteilt und hat angeblich auch mit solchen Spezialeinheiten da gesprochen. Also, und dann gibt es eben die Vermutung, dass er diesen Marsch der Fußballanhänger und der Ultrapatrioten, die aus Kharkov und Kiew im Zug ankamen, am 2. Mai morgens, die eigentlich ein Fußballspiel besuchen sollten, aber wollten aber dann eben die ganze Straßenschlacht, dann zogen sie zum Gewerkschaftshaus, stecken das an. Ja, also es ist, ich meine, Russland wird es ja vorgeworfen, da wird drüber gelacht, ihr wollt die Ukraine entnazifizieren. Ne? Das ist ein großes Wort. Ne? Und das ist vor allen Dingen ein großes Wort, weil die Deutschen nichts wissen über die realen faschistischen Elemente, die es da gibt. Und deswegen muss man, also gehe ich so vor, ich verteidige, ich sage nicht, dass es eine faschistische Regierung ist, aber wie ich es eben auch gemacht habe, ich informiere die Menschen, welche faschistischen realen Elemente es gibt. Welchen Einfluss die haben oder welche Macht die haben. Also, weil es ist mir auch, muss ich auch nicht sagen, ich bin ja in Moskau, ich müsste eigentlich täglich ukrainisches Fernsehen gucken, um das Ausmaß dieser Beeinflussung also euch auch schildern zu können. Es können Leute, die, ich kann nur Russisch, ich kann kein Ukrainisch. Also, wollen wir so vorgehen, dass einzelne Fragen gestellt werden? Ich habe noch 4, 5 zusammen. Und der nächste wäre dann Hauke, und dann kamst du. Und dann du. Hauke. Ja, ich weiß nicht genau, in welchen Fragenblock das so reinpasst. Ich habe so ein bisschen auf der Suche danach, wie man sich jetzt positionieren kann. Also, so diese russische, oder nee, andersrum, fangen wir anders an. Also sagen so diese, wie ich das mitgekriegt habe, die Geschichte der Auflösung der Sowjetunion ist ja auch eine, da geht es ja im Wesentlichen auch um eine soziale Umstrukturierung, so um die Zerschlagung, Privatisierung dieser ganzen Staatsfirmen, um die Auflösung der ganzen sozialen Absicherung, Renten und so weiter. Also ist im Kern eigentlich, ist das ein sozialer Umwälzungsprozess und da hat der ist ja dann begleitet worden, damit diese ganzen sozialen Konflikte auch in kulturelle umzubauen. Also zu sagen, diese ganzen, auch in Estland oder in Donetsk oder so, diese Gebiete, wo früher viele Arbeitsmigranten hingegangen sind zu Sowjetzeiten, also nicht zu sagen, unser Ziel ist es hier, diese ganzen Staatsbetriebe zu privatisieren und euch auf die Straße zu setzen, sondern sagen, ihr seid ja Russen, ihr seid ja privilegiert und wir armen Ukrainer, die Landbevölkerung, die haben ja nie was gehabt, so diesen daraus einen kulturellen Konflikt zu machen. Und das ja, ist so zwei Fragen oder eine Frage in zwei Richtungen. So, was denkst du, was ist so die eigentlich die Träger dieses ukrainischen Nationalismus? So als soziale Schicht, sind das jetzt die, was man hier so mitkriegt, die
so urbane Akademiker, die die ganzen von der EU finanzierten Uni studieren, die sich halt die Zukunft im Westen versprechen. Und der Preis, den sie dafür zahlen müssen, ist halt, dessen Sinne, wenn eine nationalistische Speerspitze bilden, oder sind es Söldner, die Geld kriegen und denen es eigentlich scheißegal ist, was sie machen. Also wer ist die Träger dieses Nationalismus? Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die so diese kulturellen Konflikte einfach ablehnen und sagen, das ist ja eigentlich gar nicht die Frage, also wer jetzt welche Sprache spricht, sondern es geht doch hier um den Widerstand gegen diese ganze Privatisierungspolitik und Verarmungspolitik und gegen die Oligarchen und so. Also es gab, fangen wir beim letzten an, es gab 2014 gab es schon dieses anti-oligarchische Element, spielte 2014 schon eine Rolle. Bei Madan, also auf Madan wurde versprochen, wir machen mit dem Oligarchentum Schluss, also damit war gemeint Janukowitsch und sein Sohn und sein Kreis und auch in den Volksrepublik, also in der letzten Luganz, vor allen Dingen von beiden eigentlich, war auch die anti-oligarchische Stimmung. Weil natürlich praktisch da waren also schlimme Zustände, ich meine, Korruption und so. Es gab diese Kapanke, das sind die illegalen Kohlegruben, also da wurde die Leute selbst in die Erde Löcher bohren, also wo die dann einstürzen und dann sterben Menschen. Und diese Kapanke-Kohle wird dann von Oligarchen aufgekauft und verkauft. Ja? Also, ich meine, das ist, ja gut, das ist alles russische oder ich sag mal post-sowjetischer Kapitalismus, war sehr, sehr unkontrolliert und sehr, sehr, also hart, also dritte Welt-Situation faktisch. Also Widerstand wurde in der Ukraine ja zerschlagen, also die, schon auf dem Maidan wurden ja Linke angegriffen und die Mitglieder mussten teilweise emigrieren. Also jetzt ist vor kurzem, also vor, ich glaube vor kurz nach Kriegsbeginn wurden auch die Oppositionsplattform verboten, also es ist eine russlandfreundliche Partei, die von Viktor Medvedchuk geführt wurde, weil er jetzt, der hat sich, war im Hausarrest ein halbes Jahr, dann war er, hat er sich irgendwie abgesetzt und wurde dann von SBU-Agenten gekidnappt und ist jetzt in ukrainischer Haft. Und jetzt wollen sie ihn angeblich austauschen gegen irgendwelche Mariupol-Kämpfer oder was weiß ich. Also sozialer Widerstand, also linke Organisation ist in der Ukraine so äußerst. Da gibt es so eine Website, die kenne ich, in Liva, UA heißt die. Da habe ich den Chefredakteur neulich mal angeschrieben, warum er eigentlich nicht mehr auf Facebook ist und so. Er sagt, er kann, es ist zu gefährlich. Also er wird seine Verwandten werden bedroht, seine Oma wird bedroht. Also. Und viele Oppositionelle in der Ukraine, also sind jetzt nicht unbedingt soziale Oppositionelle, sind Oppositionelle in dem Sinne, dass sie einfach gegen diese diktatorische Kiewer Macht arbeiten, auf Videos, also auf YouTube-Kanälen, also sehr gute Leute, Tatjana Montier, das ist eine Rechtsanwältin, macht so Shows, also witzige Shows, wo sie sich lustig machen über Zelensky oder Anatoly Charlie, der in Spanien sitzt und jetzt verhaftet wurde, auf Drängen der ukrainischen Polizei. Aber es sind keine, kann man nicht sagen. Verhaftet worden? Ja, ist verhaftet. Ja, ist verhaftet worden, aber dann freigelassen worden. Aber eben, es läuft, also die Bedrohung, dass er ausgeliefert wird, die Bedrohung, dass er ausgeliefert wird an die Ukraine, ist jetzt noch höher geworden. Also das, ich habe die genauen Details kennen und jetzt scheint er wieder zu Hause. War verhaftet worden. Und hat einen YouTube-Kanal mit
500.000 Leute. Also, das ist sehr bekannt in der Ukraine. Also es sind keine Linken, sondern es sind nur so sozial orientierte Demokraten, liberale, russlandfreundliche Menschen. Aber die Linke, ja, die KPU, die es auch mal gab, die ist fast verschwunden, man an sich nach. Also zumindest ist vielleicht in der Oppositionsplattform untergekommen. Leider in den Volksrepubliken ist sie auch nicht, also ist die kommunistische Partei Donetsk ist nicht zu den Wahlen zugelassen worden. Obwohl eigentlich, wie ich schon sagte, dieser Aufstand in Donetsk auch einen anti-oligarchischen Linken, sag ich mal, Impuls hatte am Anfang. Also Bergarbeiter sind da auf die Straße gegangen und haben gegen die NATO demonstriert. Aber die, ich sag mal, auch der russische Einfluss, sag ich mal ganz offen, Russland war nicht daran interessiert, dass da eine anti-oligarchische Bewegung entsteht. Weil ich meine, auch für Russland wäre das eine gewisse Beunruhigung, weil ein fragestelliges russisches System, das nach wie vor ja auch, wo auch Oligarchen sind. Und da hat man dann irgendwie das ein bisschen gedämpft, hat dann so ein Zwei-Parteien-System organisiert, also eins heißt irgendwie Wirtschaftsunion Lugansk, also das sind die Betriebsdirektoren, die Wirtschaftsleute und eine andere Partei, die heißt, das ist eher so sozial orientiert. Also, naja, du bist die Lage. Die erste Frage war, wie du das einschätzt, wer eigentlich die also so als soziale Gruppe, wer so die Träger so, des Militanten also ukrainischen. Soziale Gruppe, Nationalismus, also was stark ins Auge fällt in Kiew, ist es echt die, ist es wirklich auch die Mittelschicht, also große Teile der Mittelschicht, der Intelligenz, der, sag ich mal, der, wie nennt man diese, die hat, sagt man früher Yuppies, ne? Ich weiß nicht, wie die Rolle heißt. Also die machen eine Kunstausstellung, wo sie dann irgendwelche es gab 2014 so perverse Aktionen, um die Kunstausstellung mit einem toten Kind, also ein Donetsk-Kind, was dann irgendwie aufgeteilt wurde als Torte irgendwie so. Also ja, also perverse Sachen. Ne? Also es gab, was weiß ich, also eine Huldigung dieses Nationalismus, der geht also wirklich, also geht weit hinein in die Intelligenz. Ich meine, die Kiewer Regierung, die kriegt ja vom Westen sehr viel Geld und hat also praktisch hat ein Geschichtsinstitut aufgebaut, wo also wirklich der schlimmste ukrainische Nationalismus gepredigt wird. Und die bestimmen alles. Also die lassen linke Dozenten und oder russlandfreundliche Dozenten. Also eine komplette Säuberung des Staates. Also die haben auch zum Beispiel sogar 2014, 2015 haben sie sogar Krankenhäuser, sind sie aufmarschiert, haben da, du warst doch in der Partei der Region, also von der Janukowitsch wurde der Krankenhausdirektor einfach auf die Straße geworfen, wurde mit grüner Farbe übergossen. Also eine widerliche ist wirklich. Erinnert an die SA, also solche Methoden. Ne? Aber ist nicht der Nationalismus der Ukraine, ist ja nicht vor allen Dingen irgendwie geprägt, also durch eine absolut extreme, außerordentliche Russophobie. Also ich habe auch mit Russen zu tun allerdings, also geschäftlich. Und ich kriege das zum Beispiel, da hat man dann auch manchmal ukrainische Geschäftspartner und man kriegt das so mit irgendwie. Also das ist ein... Man kriegt da Videos zu sehen von Schlechtereien irgendwie, wo ich denke, das ist einfach nicht mehr wahr. Da kann man nicht mehr hingucken und das finden die toll. Und das sind, ja, das sind Leute, die hier sind und Geschäfte machen irgendwie. Und es scheint so, dass irgendwie, also dieser Nationalismus sich vor allem speist aus dem absoluten Hass gegen alles, was irgendwie russisch ist. Was ja, ich habe mir das mal so erklärt. Und ich möchte noch mal ganz kurz, die Sprache zum Beispiel ist offensichtlich auch keine eigene Sprache, sondern das ist ein Versatz irgendwie von, ich habe gehört zum Teil, also russischen, slawischen Sprache, russische, polnische, deutsche Anleihen, aus der jüdischen Sprache sind Anleihen dabei. Und also Russen sind in der Lage, wenn sie sich konzentrieren, Ukrainisch zu verstehen. Das Sprechen ist schon ein bisschen schwieriger. Sehr, sehr viele Ukrainer sprechen nicht fließend Ukrainisch. Das können die gar nicht.
Es gibt dann bestimmte, manchmal werden auf der Straße, jeweils war das vor einiger Zeit noch so, wurden gefragt, um zu prüfen, ob du Ukrainer bist, wurde gesagt, sag mal das und das und das. Es gibt dann bestimmte Begriffe, die immer wieder auftauchen, die kann man. Also wenn ich nach Kirgisien gehe, dann kann ich da, wenn die das machen würden, dann kann ich ein paar Begriffe lernen und die werden abgefragt, die kann ich lernen. Dann bin ich als Deutscher mit mal Kirgise. Und so ist es, funktioniert das in der Ukraine wohl zum Teil, weil zu viele Ukrainer durchfallen würden bei dieser Prüfung. Die beherrschen die Sprache nicht. Also ich meine, wenn es gibt so Grafiken, die Sprachverteilung ist tatsächlich so, dass praktisch, das ist auch politisch teilweise koordiniert. Ja, egal. Also die Sprachverteilung ist so praktisch, dass der ukrainische Anteil ist in der Westukraine sehr hoch, auch die Affinität eben zu nationalistischen Parteien, in Ternopil, die waren Frankivsk. Das war bis 1939 polnisch. Und also die in der Zentralukraine ist es so, ist auch überwiegend ukrainisch, aber auch schon viel russisch und natürlich auch ukrainisch, vor allem russisch. Und also die der Nationalismus, die ukrainische Sprache. Also ich kann Russisch ganz gut, aber Ukrainisch kann ich, auch wenn ich mich konzentriere, nur, kann ich es ungefähr erahnen, aber es ist wirklich sehr schädenhaft. Ne? Und ich würde mich auch nicht da so aus dem Fenster legen, dass ich sage, also das ist keine eigene Sprache oder so. Das ist, es gibt auch ukrainische Schriftsteller, Taras Shevchenko und andere, die haben sozusagen ja mit ihrem Werk auch die ukrainische Sprache sozusagen verewigt. Und es gibt ukrainische Lieder, was weiß ich, ukrainische Trachten, ukrainische. Ja, und also all das rechtfertigt aber nicht Nationalismus. Also man muss, das ist irgendwie kompliziert, weil die Ukrainer sind praktisch, hatten praktisch keine Möglichkeit, einen Staat zu bilden. Und es, sie waren sozusagen auch bäuerlich, sie hatten Probleme auch mit den polnischen Gutsbesitzern. Sie waren dann, nach dem Hitler-Stalin-Pakt wurden sie russisch, sowjetisch. Und dann gab es ja, also wirklich, wie bei den baltischen Staaten auch, gab es ja einen bewaffneten Widerstand bis 1956 in den Wäldern der Westukraine gegen die sowjetische Macht. Also sehr ähnlich wie in den baltischen Staaten. Also einfach nur die emotionale Anbindung an die Sowjetunion war da nicht vorhanden. Und viele Russen sagen so, die Gebiete, wie besetzen die Ukraine, also sage ich mal im Alltagsgespräch, wie besetzen die Ukraine, die Gebiete kann Polen haben. Also wohl wissend, dass Polen und Ukraine auch ihr geschichtliches Trauma haben, nämlich die Massaker an polnischen Dörfern, also die es 1941 gegeben hat, von Ukrainern, unter deutscher Aufsicht sozusagen. Also meiner Sicht ist es einfach so, dass dieser Konflikt zwischen einer pro-sowjetischen, proletarischen Ostukraine und einer agrarischen, eher armen Westukraine mit verschiedenen Helden, mit verschiedenen Sprachen, das hat man, hat die Sowjetunion also mit Mühe und Not hat das so in einem Staat vereint und die Amerikaner haben das gezielt, also aufgesprengt, es war lag einfach auf der Hand, es gibt eine große Diaspora, ukrainische in Kanada und in den USA, die das auch unterstützt haben. Und, ja, und hier in München. In München, ja. Die ganzen Butera, Bandera-Leute da. Und, aber ich meine, das ist einfach ein von außen geschürter Konflikt. Also ich habe mal mit einem russischen Historiker gesprochen, der sagt, also Lemberg war vor der, als noch polnischer war, das eine normale Stadt, also wo es auch kommunistische Partei gab und so weiter, also, aber die Russen erzählen die schlimmsten Sachen über diesen
diese Nationalisten, also die Sowjetunion hat dann ja dieses Gebiet sozusagen eingemeindet und da wurden sowjetische Soldaten hingeschickt, die, das war teilweise ein Himmelfahrtskommando, weil die wurden auf der Straße oder im Hinterhalt irgendwie umgelegt. Also der Nationalismus ist sehr stark. Und also, war das ist auch gemeldet, war das deine Frage jetzt? Ich hatte eigentlich noch eine Frage, wie du das einordnest, so in diesem großen Zusammenhang, USA, EU, also diese ganzen Dinge, die du jetzt aus der Ukraine da geschildert hast, also dieser Rassismus, Nazismus, Russophobie, das spielt sich ja auf dem Hintergrund ab irgendwie, also ich würde sagen, dass, also die Russen sagen ja auch, das ist ein Kampf gegen die NATO, den sie da führen. Das ist nicht nur Entnazifizierung und Demilitarisierung, sondern das ist auch ein Kampf gegen die NATO und das ist ja mittlerweile geworden. Da wird ja Geld, also werden ja Waffen und Gelder reingepumpt, noch und nöcher von der EU, von den USA und man muss das sehen auf dem Hintergrund, dass Russland im Prinzip 15, 20 Jahre lang versucht hat, diese ganze Sache friedlich zu lösen. 2014, Russland hat diese Einheiten von Lugansk und Donetsk militärisch gebremst und hat gesagt, die wären in der Lage gewesen und waren auch willens, weiter vorzumarschieren gegen Odessa. Russland hat sie gebremst. Russland hat es orientiert auf dieses dann später Minsker Abkommen und hat immer darauf bestanden, dass diese Gebiete Territorium bleiben innerhalb der Ukraine, weil Russland aufgrund seiner Größe, es hat überhaupt kein Interesse, dort also neues Land zu erwerben und irgendwie Krawalle, also Krieg zu führen zu müssen. Und dieser Versuch, das haben die wirklich irre lange, bis jetzt gemacht. Und ich meine, bis unmittelbar vor dem Krieg. Da ist noch Macron hingefangen, da ist Scholz hingefahren. Es hätte ein Wort genügt, zu sagen, die Ukraine wird neutral, wird nicht in die NATO. Ein Wort. Und das, all das wäre erspart geblieben. Das muss man den Leuten auch hier immer wieder sagen. Und das zeigt nur einfach in meinen Augen irgendwie, dass hier sowohl Europa total versagt hat als EU. Das sind Vasallen, also in einem Ausmaße, man ist da wirklich fassungslos. Und die USA da absolut triumphieren und sich durchgesetzt haben mit ihrer Politik. Und denen ist das im Prinzip scheißegal, wie weit das noch weiter eskaliert. Im Gegenteil, also die gehen bis zum Ende irgendwie. Bis zum Ende sind Ukrainer. Das, so sagen sie das, so wird das ja auch gesagt. Ne? Und das unheimlich Gefährliche ist eben einfach, man darf nicht hereinfallen auf das, was hier immer an Propaganda kommt. Also ich lese viele amerikanische Seiten, da sind Militärstrategen, die wirklich Ahnung haben dabei. Scott Ritter zum Beispiel, also den kennt man vielleicht aus Syrien. Das sind ausgebildete Militärs, die Akademien besucht haben, russische Militärs, die auf Akademien waren. Andrei Matjanov, der ist jetzt in den USA, hat einen eigenen Kanal auf YouTube. Weingart of Seeker, da sind Leute, die wirklich Ahnung davon haben. Und das alles, was die dort sagen, widerspricht total der Propaganda hier, so viele tote Russen, die Russen sind am Arsch, Russland ist kaputt und so weiter, die Ukrainer gewinnen. Das Gegenteil ist der Fall. Russland richtet in aller Ruhe jetzt die ukrainische Armee im Donbass zugrunde. Die zermalmt die ständig, machen sie Angebote, ihr könnt kapitulieren. Jeden Tag sind da Hunderte von Toten, die mit Artillerie zusammengeschossen werden. Auch in diesen großen befestigten Betonstellungen. Da hilft nichts. Und da besteht eben unheimlich große Gefahr. Der Westen hat sich in so eine Lüge hereingerannt, der absoluten Überlegenheit, dass er entweder zerbricht das in den nächsten Wochen ganz jämmerlich und die Medien hier und die Generäle hier, die stehen wirklich da, also nackt. Oder aber sie eskalieren das weiter. Und ich weiß nicht, was das bedeutet. Das bedeutet letztendlich, die NATO geht da rein. Also das ist, Russland wird diesen Krieg nicht verlieren. Ich weiß nicht, woher du deinen Optimismus nimmst. Ich meine, man kann, Russland ist zwar jetzt waffentechnisch ein Vorteil vielleicht, weil es diese Lenkwaffen hat, wo man das praktisch schon in Jalo war, aber Lviv, dieses Söldner-Trainingslager zerstört hat. Ständig auch andere militärische Stellungen, also über, was weiß ich, mehrere hundert Kilometer zielgenau zerstört.
Aber du kannst einen Staat nicht erobern, wenn du, es geht letzten Endes doch immer um Menschen. Also willst du einen Staat ohne Menschen, wenn du sie mit Menschen willst, dann brauchst du irgendwie auch Zuspruch dieser Menschen. Also, und ich habe ja schon gesagt, also Russland erobert nicht Kiew und Kharkov, Millionenstädte, weil da einfach, das kann Russland also nicht auch noch schultern, dass es da sozusagen 100.000 Opfer gibt. Und also die Städte also mit einer tausendjährigen Geschichte, also die Kiew ist sozusagen, da stehen also wichtige Klöster und Kirchen, die also den russischen Staat sozusagen, die Wurzel des russischen Staates sind, also Wladimir, der hat die 800 die Russen Kiewer getauft und das Christentum eingeführt. Also unvorstellbar, dass diese Stadt zerstört wird, meiner Ansicht nach. Das wäre ungefähr so, wenn man Istanbul, also die Hagia Sophia, wie die heißt, wenn die zerstört würde. Also die gesamte islamische Welt würde da Kopf stehen. Also nein, so habe ich das nicht gemeint. Ganz kurz dazu, das sind nur zwei Sätze. Ich glaube, es wird darauf hinauslaufen, dass es im ukrainischen Staat, in diesem Gebiet, in dieser Art, wie er jetzt ist, in Zukunft nicht mehr geben wird. Das ist vorbei. Die Chance bestand, die hat Zelensky lange genug gehabt. Er hat sogar ja auch Anzeichen gemacht, dass er gesagt hat, er lässt darüber reden, Neutralität und was weiß ich. Es gibt gewisse Probleme, das hat er bis vor 30 Wochen gemacht. Dann kamen Interventionen aus USA und von Johnson hier und aus Johnson England, die gesagt haben, Alter, du lässt dich nicht auf Verhandlungen ein. Das war sein Todesurteil. Die Ukraine wird es so in dieser Form nicht mehr geben. Und außerdem da haben solche Länder wie Polen dann zum Beispiel auch noch wahrscheinlich Ansprüche. Und die Russen wollen nicht Kiew erobern. Irgendwie. Darum geht es nicht. Aber ist es nicht vorstellbar, dass auch der Westen irrational handelt? Indem man zum Beispiel einfach weiter Waffen reinliefert. Egal, ob das irgendwie einen Erfolg hat oder nicht. Also das ist praktisch ein Trainingsfeld. Vielleicht auch einen weiteren Krieg. Jetzt der Krieg ist, das kriegt man in letzter Zeit nicht mit. Der Krieg hat schon seit 4 Wochen, wird auch auf russischem Territorium aufgetragen. Mhm. Es werden also gezielt Kampfhubschrauber haben eine bei Belgorod eine Ölraffinerie angegriffen. Aber es ist kein Training mehr. Es ist ernst. Ja, es ist ernst. Aber ich meine jetzt irgendwie eine rationale, ausformulierte Plan des Westens. Das reicht im Westen vielleicht einfach, diesen Krisenherd weiter zu füttern mit Waffen und Russland in Pranger zu stellen für alle Opfer, die es da gibt. Und einfach, dass Putin, also Putins kopieren jetzt schon die Sprachweise des Westens, also einfach das System Putin zu sprengen, einfach durch Sanktionen, durch militärische Bedrohung, wie auch. Einfach durch Ausbluten des russischen Militärpotenzials. Gut, ich meine, Russland hat vermutlich da auch, hat auch einen Plan, den wir nicht kennen, also und hat sich auf die Sachen eingestellt, hat neue Bündnispartner wie Iran, China, also und auch in Lateinamerika. Also, aber ich halte es für möglich, dass der Westen also einfach kaltschnäuzig und ein teuflischer Plan, sag ich mal. Also einfach ein Konflikt, einen richtigen Krieg, also in Europa vor Russlands Grenze, mit dieser Absicht, also an die russischen Rohstoffe ranzukommen. Irgendwann. Also, weil das System stürzt und dann kann man neu die Karten mischen. So, wir sind im Komplex eins, das geht manchmal schon über eine Lösung des Krieges oder so. Es haben sich jetzt 8 Kollegen hier gemeldet. Ich würde da vorschlagen, dann machen wir Schluss zum Komplex 1. Du warst der Letzte. Und ich würde sagen, nach diesen 8 Meldungen machen wir dann eine kurze Pause. Mhm. Ja? Mhm. Der nächste wäre Kalle. Ja? Ja, das ist eigentlich jetzt schon ein bisschen spät, aber das war so zu der Frage, die ewige Diskussion, haben wir da ein faschistisches Regime oder die Regierung kann man nicht faschistisch nennen, ja oder nein. Das habe ich für mich mal mit einer Analogie beantwortet. Was wäre hier los in der BRD? Was hätten wir hier für Diskussionen und für Auseinandersetzungen? Wenn zum Beispiel der Bundeskreisschutz in Niedersachsen die Wehrsportgruppe Hoffmann als Greiftrupp integriert und einstellt,
Und Blood and Honor wird irgendwo in Sachsen auch ein offizielles Staatsorgan. Björn Höcke, vielleicht Kulturstaatsminister in Thüringen. Und das von gewählten, offiziellen, politischen, legitimierten Leuten. Also das hätten wir hier für eine Diskussion. Würden wir hier drüber diskutieren, wie haben jetzt faschistische Verhältnisse oder Freedom and Democracy. Also und genau das ist die Situation ja noch mit einer ganz anderen Qualität in der Ukraine. Also worüber soll ich da diskutieren? Also soll ich da sagen, irgendwie, ja, das ist ein westlich determiniertes System mit faschistischen Implantationen oder also? Darf ich mal kurz unterbrechen? Also ich bringe nichts jetzt über das Thema Faschismus und Diskussion zu führen. Dann gab es Anfang der 70er Jahre auch im KB sehr stark, aber das soll ich jetzt, denke ich, nicht wiederholen. Aber ich würde einen Satz dazu sagen, das ist schon faschistoid, aber es ist ja kein faschistisches Regime. Du hast das ganz streng genommen und gesagt, 33 bis 45 in Deutschland, sowas ist nicht in der Ukraine. Aber das faschistoid zu nennen, glaube ich, das ist vielleicht angebracht. Wenn wir uns darauf einigen, dann können wir zum nächsten kommen. Ja, ich würde, meine Frage passt eigentlich genau. Ich hatte mich auch gut, da kommst du jetzt schon ran. Passt eigentlich genau dazu. Ich wollte auch nochmal fragen, ob diese faschistischen Organisationen und Elemente nach deiner Erfahrung in gewisser Weise staatstragend sind, ob sie diesen ukrainischen Nationalismus prägen oder ob das nochmal eine andere Ideologie, einen anderen ideologischen Schwerpunkt hat als dieser ukrainische Nationalismus. Und zu der Frage wollte ich dann auch noch, das passt auch zu dem, was du gesagt hast, diese Azov-Brigade, von der haben wir ja alle gelesen, dass sie sich auf die SS zurückführt und auch solche Runen, ne, auf ihren Uniformen trägt. Die haben sich ja in Mariupol offenbar eingegraben. Die werden hier als Freiheitskämpfer und als Patrioten dargestellt. Es gab mal in der Tagesschau einen kurzen Videoclip, wo man ein paar von diesen Uniformierten gesehen hat in Mariupol. Und einer davon hatte genauso eine Rune auf seiner Schulter. In der zweiten Ausgabe der Tagesschau hat er es rausgeschnitten. Sie wusste angelegt. So, und Wolfsangel, ja, SS-Zeichen. Hast du auch eine Frage? Die Frage war, welche Rolle eben, also ob die Faschisten eine staatstragende Rolle spielen und wie es eigentlich angehen kann, dass so eine Brigade, diese faschistische Brigade, Teil der militärischen Organisation der Regierung ist. Also es hat schon faschistische starke Tendenzen. Allerdings, wenn man das mit dem deutschen Faschismus vergleicht, es fehlt praktisch eine faschistische Massenpartei, es fehlt faschistische Massenverbände. Also wenn du jetzt guckst, bei deren Geburtstag im Januar jedes Jahr Fackelmärsche mit 3.000-4.000 Leuten oder SS Galizien Division, auch dem Demo in Kiew, auch 2.000-3.000 Leute. Also alles sehr bedrohlich. Dass sowas überhaupt stattfindet, aber dass man sozusagen wirklich einen kompletten, ausgearbeiteten faschistischen Plan oder auch eine Kampfstrategie von Hitler, Mein Kampf, mit einem kompletten antisemitischen und rassistischen und arischen, sowas gibt es bisher nicht. Aber ich meine, was es gibt, ist ja auch schon schlimm genug. Also ich meine, das Antirussische hat ja eine, das ist also auf jeden Fall also ein faschistisches Herangehen. Also weil die Russen werden praktisch nicht als Menschen so angesehen. Also irgendwie haben die Ukrainer, die versuchen auf der Welle zu schwemmen, dass sie eigentlich Europäer sind und wollen mit diesen Untermenschen im slawischen Raum nichts zu tun haben. Das ist natürlich schon sehr ähnlich mit Hitlers Ideologie. Also, obwohl sie selbst auch die russische Sprache sprechen, sogar in diesen faschistischen Verbänden. Und Bielecki, also der Führer des oder Gründer des Azov-Bataillons, der hat mir gesagt, auf die Frage, warum wird bei ihm auch Russisch gesprochen, sagt er, ja, wir,
wir sind sozusagen Opfer einer Russifizierung und wir müssen sozusagen das akzeptieren, dass auch unsere Kämpfer teilweise nur russischsprachig sind, also als Zugeständnis. Und vielleicht sogar auch, der sagt auch ganz offen zum Beispiel, wir wollen auch, erstmal haben sie Territorialansprüche auf Südrussland, also irgendwie haben sie so alte Karten ausgegraben. Und dann sagen sie auch, wir wollen Russland befreien. Also Russland, Moskau muss fallen. Das sind so Kampfsprüche. Also expansiv. Und natürlich gibt es in Russland auch Verrückte, die im Untergrund arbeiten, teilweise. Und Leute, also Hasser von allem russisch-patriotischen, die. Kann ich jetzt nicht weiter ausführen, aber so eine Strömung gibt es ja schon. Nicht so massenhaft, aber gibt es in jeder Gesellschaft, gibt es auch, sag ich mal, Verrückte. Also Russland ist jetzt nicht hier, blüht rein, also blau, weiß, rot und für Putin, da gibt es auch solche Leute, die, es gibt, was weiß ich, bis zu den Liberalen in Russland, die schon seit 8 Jahren mit ukrainischen Fahnen auf die Straße gehen. Inzwischen ist es nicht mehr möglich, aber die sind also mit der ukrainischen Fahne auf die Straße gegangen, haben gesagt, wir machen eine Friedensdemonstration, aber es war eigentlich nur eine Demonstration für das neue ukrainische Regime und nicht für den Frieden, meiner Ansicht nach. So wie hier in Deutschland auch. Also ich meine, wie kann man auch eine Friedensdemo machen, wo man alle die Fahne einer kriegsführenden Partei, ja. Da muss man also alle Fahnen weglassen. Ja. Dann wäre das eine Friedensdemonstration, oder? Das nächste bist du doch, ich weiß deinen Namen gar nicht. Ossi. Was? Ossi. Ossi. Bevor ich zu meiner Frage komme, brauche ich noch einen Satz hier zu dieser Frage, faschistisches Regime, ja oder nein. Ich glaube auch, dass unser traditioneller Begriff von Faschismus da vielleicht auch ein bisschen eng gefasst ist, wenn man die Verhältnisse in der Ukraine betrachtet. Also zum Beispiel nehmen die rechten Organisationen in der Ukraine für sich ja auch zum Beispiel in Anspruch, dass sie überhaupt nichts gegen Juden haben. Im Gegenteil, sie hätten sogar auch jüdische Mitglieder in ihren Verbänden. Und aktuell ist ja hier auch gerade hier in der westlichen Diskussion wird ja lack und schlapp darüber gesprochen, dass also, da war ja dieses Lavrov-Zitat, dass ja durchaus, dass selbst auch Hitler da vielleicht jüdisches Blut irgendwo im kleinen Finger hatte oder so. Daran wird sich ja beliebig hochgezogen. Ich glaube, dass die rechten Verbände in der Ukraine eine ganz ähnliche Rolle spielen wie in anderen Konflikten. Wenn man jetzt zum Beispiel zurückdenkt an den Konflikt in Syrien, wo das Assad-Regime eben auch bekämpft wurde durch sogenannte moderate Rebellen, deren Funktion ganz ähnlich ist wie das, was die rechten Verbände in der Ukraine die Rolle spielen, nämlich Chaos zu stiften. Die jetzt also in die Schlacht geschickt werden bis zum letzten Ukrainer. Ja, im Interesse derjenigen, die also diesen Krieg seit vielen Jahren mit Milliardenbeträgen finanzieren. Die Strippen gehen ganz klar nach Washington. Dass jetzt also der Antisemitismus in diesen Verbänden vielleicht nicht die zentrale Rolle spielt, die wir immer verbinden mit dem Stichwort Faschismus, das soll uns nicht darüber hinwegtäuschen, also mit was für Kräften wir es da zu tun haben. Aber ich würde eigentlich eine andere Frage stellen. Du lebst ja schon sehr lange in Russland und ich habe ja immer das Besondere auch in deiner Arbeit darin gesehen, dass du versuchst, Kontakt zu den Menschen zu kriegen und nicht nur in Moskau rumzuhorchen, was da also die Politprominenz erzählt, sondern du bist in alle möglichen Landesteile gefahren, hast den Kontakt mit den Menschen gesucht
Und ja, meine Frage geht jetzt darauf hinaus. Es ist ja, wird ja durchaus gesagt, dass der Zuspruch, den Putin genießt, angesichts dieses Krieges stark zugenommen hat. Manche Leute sagen ja, also er hat eine Unterstützung von 80% in der russischen Bevölkerung. Und da wollte ich eben nachfragen, ob du das aus deinen Erfahrungen auch so sehen kannst. Und ob dieser Support auch dauerhaft sein kann, auch angesichts jetzt der Sanktionen von Seiten des Westens, die natürlich auch tatsächlich die russische Wirtschaft an vielen Stellen sicherlich erheblich treffen. Und was deine Einschätzung dazu ist, wie sich diese Dinge weiterentwickeln werden? Also generell ist es so, dass es gibt so Popularitätsraten und da geht raus hervor, dass praktisch die populärsten Leute in Russland sind die ist Putin und der Verteidigungsminister und die Armee. Also das Parlament war immer, die Parteien haben wenig Ansehen. Also ganz anders wie in Deutschland, wo die Parteien eine sehr große Rolle spielen. Also und immer wenn Putin, sag ich mal, also ich meine, es ist glaube ich wirklich eine Sache, die man sich als Deutscher nicht richtig vorstellen kann, dass weil wir einfach ein ganz anderes Verhältnis haben zur Nation und zu Stolz auf die Nation. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass jetzt die Russen, selbst wenn sie ärmer werden jetzt und unsichere Aussichten haben, dass sich das mit Stolz erfüllt, dass Russland jetzt praktisch mal auf der NATO mal auf die Nase haut, sozusagen. Ja, weil ich meine, das ist auch, ich meine, da wird ja im Westen drüber gelacht, das ist Nationalismus oder das ist Militarismus oder das ist Putin hat die Leute verführt, aber es ist einfach ein patriotisches Gefühl, wie die Leute für ihre Fußballmannschaft, für ihren russischen Fußball, für ihre russischen Sportler, wenn die bei der Olympiade siegen, also Glücksgefühle auslöst, weil ich meine, es ist schon. Ich meine, jeder Staat ist auch irgendwas stolz. Ich meine, einer hat vielleicht keinen Mercedes gekauft, aber hat wenigstens keiner stolz sein auf irgendeinen russischen Tennisspieler, der in Australien irgendwas gewonnen hat. Also aus meinem Bekanntenkreis gibt es so unterschiedliche Reaktionen. Also erst so eine Unsicherheit, auch ein Zweifel, ob das richtig ist, und teilweise sogar Widerspruch. Also, aber dann ist natürlich die Medienmacht, also Russland ist auch stark, ne? Und also ist wirklich, an Hochhäusern sieht man dieses Z, wird so eingeblendet in die Fenster. Also das ist schon. Ja. Was ist denn dieses Z? Das Z heißt, glaube ich, heißt kein Zorro. Also angeblich. Angeblich heißt es Semler, das habe ich schon gehört. Also Semler heißt Erde, aber keine Ahnung. Also, die Menschen in der Großstadt sind eher, sag ich mal, liberal. Viele Liberale sind es gewohnt, ins Ausland zu fahren. Die sind es gewohnt, eine große Wohnung zu kaufen, Auto und so weiter. Die Leute in der Provinz, wenn Sanktionen kommen, dann ändert sich für die erstmal nicht so viel, weil die sind es schon gewohnt seit 30 Jahren, dass es also spannend zu gehen. Und allerdings, die russische Wirtschaft muss sich jetzt in die Hufe machen, damit das Land nicht zusammenbricht, weil ich meine natürlich wichtige zentrale technologische Güter müssen neu organisiert werden. Wenn man sie nicht selbst produzieren kann, müssen sie aus anderen Ländern importiert werden. Die Logistik muss umorientiert werden, also weil, jetzt habe ich zum Beispiel gelesen, dass die Bedeutung des fernen Ostens enorm zunimmt, weil sozusagen dort sind noch Handelspartner wie also China und Indien und also da verschieben sich sozusagen die Handelswege vielleicht auch, aber die sind teilweise auch noch gar nicht so entwickelt, also Infrastruktur, die muss glaube ich mit Tampakler nach China noch gebaut werden.
da ist eine, gibt es schon eine Ölparkanlage, bei uns noch eine Gasparkanlage gebaut, für die ist noch nicht fertig, glaube ich. Also das sind natürlich unbeschreibliche Infrastrukturleistungen, die, die da... Also eine positive Meldung für die Russen ist, dass die Energiepreise steigen und damit sozusagen das russische Staatsbudget, also weil ja die Steuern nach, über Öl und Gas kommen, das ist sozusagen für Russland noch, aber das kann ja jederzeit irgendwie durch Ölrekords und Gasrekords kann das begrenzt werden. Der Rubel, der hat ja auch Rekordwerte, also jetzt gerade der Lichter steht absolut optimal. Ja, also erst hat es der soll ja auch schon jetzt im Marsch sein. Also die Bevölkerung in der russischen Provinz ist eher, sag ich mal, weil sie einfach auch, es ist eine ganz andere soziologische Situation. Also in der Großstadt wie Moskau, da ist irgendwie, das ist irgendwie Westen fast. Ne? Konsum, überall Boutiquen, riesige Autos, Shops und so weiter. Ja, und auch Kontakt zu westlicher Presse und so weiter. Aber in diesen Provinzstädten, da ist dann eine Fabrik oder ein großer Arbeitgeber. Und da hängt viel, sehr viel ab vom Gouverneur, ob er Gelder aus Moskau ranzieht und ob er. Und da ist, so sage ich mal, das Paternalistische ist viel stärker, also das, ob man einen guten Draht zur Macht hat und ob man da aus Moskau die richtigen Zuwendungen bekommt. Das ist mein Eindruck. Obwohl es gab, in Chabarovsk gab es ja eine irre Situation, ich weiß nicht, ich habe die bestimmt mitgekriegt, da gab es einen Gouverneur, dem wurde nachgewiesen, er hätte angeblich in den 90er Jahren hätte er einen umgelegt, dann wurde er abgerufen und dann war das Volk, Fogal hieß er, das Volk ist also monatelang auf die Straßen gegangen und es hat für diesen Mann demonstriert, weil sie irgendwie befürchteten, also ich war leider nicht da, ich konnte es vor Ort nicht. Was war, Chabarovsk ist also im Fernen Osten, also wo man sagen, vielleicht lange nicht so sozial so gut ausgestattet wie Westrussland. Dann hat Putin da einen, so einen jungen Politiker von der Liberaldemokratischen Partei geschickt, der, also von Zhirinovsky, der gerade gestorben ist. Naja, es gibt auch in der Provinz, gibt es auch sozialen Widerstand, soziale Proteste, zum Beispiel es gab in Achangelsk gab es Proteste gegen eine Mülldeponie, also es ist unvorstellbar, also ich meine, der Müll wird erst seit 2 Jahren in Moskau getrennt und erst jetzt wird angefangen, auch Müllberge, die teilweise wild entstanden sind, richtig zu entgasen, sodass nicht irgendwelche Explosionen da stattfinden und so weiter. Das im Moskau-Gebiet ist das schon fast abgeschlossen und jetzt hatten sie überlegt, wir werden den Müll nach Archangelsk und dort oder vor Moskau in Briketts irgendwie verarbeiten und dann bei Archangelsk irgendwie in irgendeine Grube packen. Da gab es aber eine Proteste, Bürgerproteste, sehr stark und Besetzung am Baugelände, das wurde abgeblasen in die Geschichte. So, naja, ja. Also es ist schon, was? Nee, ich wollte doch, dachte, was zu Ende. Also zu der Frage, politische, also ich habe zum Beispiel, wenn du in Russland auf der Straße, in Moskau auf der Straße, so Generation, sag ich mal, 50, 60-Jährige gesagt, ja, Putin findet er gut, aber die Innenpolitik findet er scheiße. Also Innenpolitik ist mit gemeint, eben Krankenhaussystem, also Gesundheitswesen, also schlechter Zustand, also Modernisierung ist, läuft zwar, aber ist ohne, also ohne Sinn und Verstand teilweise gemacht. Und also die Leute haben schon eine heftige Kritik. 60% der Leute wollten sich nur impfen lassen. Das ist auch ein Hinweis darauf, dass die Leute sehr kritisch sind gegenüber den russischen Beamten, wenn die irgendwas anordnen. Weil der russische Beamte ist sehr, soll ich mal sagen, der ist, fühlt sich nicht als Diener des Volkes, sondern eher als jemand, der, sage ich mal so spitz gesagt, also der eine gute Stelle ergattert hat und der auch seine Verwandten von dieser Stelle aus auch noch irgendwie unterbringt, mit Studienplätzen und was weiß ich nicht allen. Also es ist, ja, hat schon so ein bisschen was Feudales teilweise. Also natürlich auch sehr ungesund für eine
Staatsentwicklung. Ne? Und da an diesem Punkt haben auch die Nawalny-Leute angesetzt, dass sie gesagt haben, einiges Russland, die Kreml-Partei, über die Hälfte der Sitze hat, das ist die Partei der Diebe und Betrüger. Was teilweise stimmt, und Putin hat auch in den letzten 10 Jahren massenweise Gouverneure abgesetzt, und also der hat da schon sehr stark aufgeräumt, aber mir scheint, dass das nicht ausreicht. Also dass da fehlt irgendwie was, man sagt, im Innern. Also ich meine konkret, das ist einfach Kapitalismus. Kapitalismus ist einfach für mich ein unmenschliches Gesellschaftssystem, wo nicht das Miteinander und die Fürsorge an oberste Priorität hat, sondern einfach, dass man sich selbst bereichert. Und die Leute, die arbeiten, die sich nicht bereichern können, die sind eigentlich, ja, die sind dann eben sozial. Also ich sag mal, aber die Leute, die Stelle haben, die fangen an zu raffen. Und ich meine, das ist also bis in die höchsten Etagen. Der KGB-Chef für den Zoll, also sogar FSB-Leute werden da die Korruption, also Leute sogar, die zuständig sind für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Solche Leute werden also da rausgesäubert. Ne? Und so sind die Russen sind da sehr, ich muss sagen, die sind da sehr, also verhalten, was die Beamten betrifft. Ne? Was man, die Kirche ist ja gesund. Die kommunistische Partei hat ja auch immer bei den Wahlen am zweitmeisten Stimmen. Und in Moskau hat sie dieses Mal wirklich gewonnen. Und da ist wohl ein bisschen nachgeholfen worden. Ja. Also das ist offenbar. Ich wollte eigentlich fragen. Es sind jetzt noch 4 Leute hier auf der Liste zu dem ersten Themenblock. Und dann sollten wir danach auch wirklich eine Pause machen. Sonst geht das ums Endliche. Und als wirklich nur noch bitte kurze Fragen und du vielleicht auch dies jetzt noch kurze Antworten, damit wir zur Pause kommen und vielleicht, dann zum Block 2 kommen. Vielleicht auch die Fragen sammeln und nicht immer gleich in die Antwort gehen. Okay. Ja. Können wir auch machen. Dann gehen wir jetzt dran, Werner. Ich will jetzt nicht vor der Pause noch kurz das organisatorische. Ich will vor der Pause ganz kurz. Ich finde es gut, wenn wir überlegen, wie lange wir hier sitzen wollen, weil jetzt ist es 5:45. Wir sind jetzt hier schon fast 2 Stunden. Und wenn wir jetzt noch 2 Fragenblöcke haben, ich sage nur, also könnte dann bis 10 gehen. Ne, bis 10 nicht, aber bis 7 ist möglich, hatten wir gedacht. Bis 7, okay, das ist auch schon mal. Also jetzt sind noch dran, Werner. Wie lange bist du denn noch in Hamburg, Ulrich? Nur noch 4 Tage. Und könnte man nicht noch einen Tag anschließen? Ja, ich meine. Also ich finde das auch unheimlich wichtig. Mhm. Ja, okay. Haben wir die Möglichkeit überhaupt? Ich sage es mal kurz. Die ganze Frage, was den Faschismus betrifft. Nee, langsam. Es sind jetzt dran Werner, Cora, Alf und Polo. Und warum bin ich nicht drauf? Ich hatte mich schon längst gemeldet. Hab ich übersehen? Zeit vor Polo, weiß ich genau. Ja, dann, Entschuldigung, dann habe ich dich übersehen. Schade, ich habe extra geschnitten. Wann warst du dran? Also nach Werner kommt dann Sabine. Danke. Was die Frage von Faschismus betrifft, also ich glaube, hier sind einige Sachen umgeklungen, die ganz richtig sind. Du hast vorhin auf einer Demo gesprochen, die sich gegen die Ausnahmemaßnahmen im Zusammenhang mit Covid und Impfpflicht gerichtet hat. Und das fällt nicht zufällig zusammen, dass da genug Menschen sind, die inzwischen als Nazis verketzert werden, weil sie gegen diese, wir nennen es den NATO-Faschismus, diese neue NATO-Diktatur auftreten. Und ich glaube, das ist das, was gerade Russland bedroht, was den Antifaschismus in der Ukraine bedroht und wogegen man sich aufstellen muss. Vor 80 Jahren, wenn ich das auch noch sagen darf, hat Hitler gesagt, wenn ich diesen Krieg nicht gewinne, wenn ich nicht das Öl von Baku bekomme und die Kohle vom Donbass, dann haben wir verloren. Und jetzt sagt Herr Scholz und Herr Habeck, wir müssen diesen Krieg gewinnen. Ja, die Grünen sind da nicht zufällig an vorderster Front, weil da gibt es bestimmte Ideologien von einem Hans Freier, wo die Herrenrasse im Einklang mit der Natur und hochentwickelter Technik lebt. Der hat bis in die 50er Jahre noch lehren dürfen in Göttingen. Okay, das zu dem Punkt. Ich wollte nur zu deiner Sache, was Zelensky betrifft, kurz anmerken.
da gab es nie so große Probleme in der Ukraine. Und Herr Zelensky mit seinem heraushängenden Judentum widert mich, dessen Großvater Jude war und mit Glück überlebt hat, wirklich an. Aber bei Wikipedia steht als Begründer der modernen Ukraine ein Herr Simon Peteljura, auf dessen Gewissen etwa 50.000 Juden gehen und Menschen, die der Freundschaft mit Kommunisten unverdächtig sind, wie Simon Wiesenthal, haben sich dagegen gewehrt, dass in Lemberg ein Denkmal für Peteljura 1992 errichtet worden ist. Das war der Vorgänger von Bandera. Und der ukrainische Nationalismus hat nie ein Problem damit gehabt, einerseits mit Juden zusammenzuarbeiten und andererseits sie totzuschlagen. Die schlimmsten Menschen nach der SS selber im Warschauer Ghetto waren jüdische Hilfspolizisten, die keine Gewehre, aber Knüppel hatten und die Menschen in die Waggons geprügelt haben. Okay. Ich möchte das noch nutzen und vielleicht gedenken wir kurz der Aufständischen im Warschauer Ghetto, das ist in diesen Tagen gewesen. Danke. Ich will gleich Sabine fragen. Das ist jetzt schwer. Ja, ich wollte dich fragen, wie du das als eben quasi von außen siehst, was hier abgeht. Also als der Krieg am 24. Februar anfing, da habe ich gedacht, naja, Putin ist so in die Enge gedrängt worden, der konnte sich ja kaum anders verhalten. Und dann kam, weiß ich noch, am Vormittag sofort irgendwie so ein Kommuniqué raus von der VVN, die Waffen nieder und also überhaupt nichts über die Ursachen des Krieges. Und das ist ja, seitdem hat sich das ja so fortgesetzt. Also bis hin dazu, wo wir heute sind, dass also alle kriegstreiberisch agieren und Russen hassen. Also wo ich mir denke, das ist so irrational. Das ist so unglaublich irrational. Also auch Linke und Freunde und Genossen, mit denen man, was ihr vorhin gesagt habt, lange zusammen war, dass die in so eine wirklich Kakophonie des Russenhasses einstimmen, was absolut irrational ist. Und eben die Leute so wie du, ne, du darfst jetzt beim Freitag nicht veröffentlichen, oder der Gansel, der wird auch als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, und was ich, Michael Hülers wird gebasht, weil das Leute sind, die eben hinter die Kulissen gucken und sich mal ein paar mehr Gedanken machen. Ne, und diese geostrategischen Pläne sind ja nicht verdeckt und müssten doch auch bei den Grünen angekommen sein. Also so bekloppt kann man doch gar nicht sein, dass die da nicht sehen, dass dieser Krieg also uns fertig macht hier. Also wenn ich Habeck höre, wie der jetzt ja, Gas einkauft und sagt, ja, dann schnallen wir halt den Gürtel enger und frieren für die Ukraine. Und, und gleichzeitig also eine Wirtschaftskrise hier sich Bahn bricht, wo ich denke, na, da werden wir uns doch alle ganz schön warm anziehen müssen und wundern. Ne? Also das geht ja nicht nur um Benzin und Autofahren, das geht ja noch um andere Sachen. Und dass da keine, also dass man sich so immer als Außenseiter vorkommt und keiner dahinter kommt, sagt, sag mal, das ist doch wirklich Quatsch, was da läuft. Weizenpreise steigen jetzt, ja, wovon denn? Putin hat Schuld. Ne, es ist noch gar kein, also, ja, oder, ne, die Ernte kommt erst. Ja, eben, oder, ne, Rapsöl, was soll das, wächst hier massenhaft. Warum gibt es kein Rapsöl mehr? Putin hat Schuld. Und alle glauben es, also, ich fasse es nicht. Siehst du, und, ne, und dann eben diese linke Antifa, die uns da bespuckt und hier vor der Tür stand und uns gestern Abend richtig Stress gemacht hat. Also, ne, wir waren echt aufgeregt. Wie siehst du denn das von aus? Sind die Deutschen bekloppt oder was ist hier los? Oder welche Deutschen sind bekloppt? Du bist einfach mit, weil ich dann ran muss. Ich weiß gar nicht, ob du meine Frage beantworten kannst, weil du ja sagtest, dass du auch Einreiseverbot hast in einen gewissen Teil der Ukraine. Das ging eigentlich nur darum, wie weit diese Formierung, die du nach der Maidan-Machtergreifung, also im Prinzip ja diesen Putsch stattgefunden hat, die du geschildert hast, wie weit die auf die junge Generation, die jetzt im wehrfähigen Alter sind, ne, die damals Kinder waren, wie weit das gegriffen hat und ob du das überhaupt beurteilen kannst, wie jetzt auch die, ich sag mal, hier findet ja so eine Art Formierung statt, was du auch eben beschrieben hast, und ob du das für den Teil in der Ukraine irgendwie wahrgenommen hast, ob du mal etwas dazu sagen kannst. So.
Und zu deinem hätte ich was zu sagen, aber das lasse ich jetzt. Das ist eine andere Diskussion. Oder später vielleicht. Ja. Ich sage, dass du jetzt erstmal antwortest und die letzten beiden, das werden dann nachher noch zum Schluss Alf und Polo befragen. Also ich habe schon die Befürchtung, dass die junge Generation, also da sie nichts anderes kriegt, also über die Medien und über die Schulen, und dass sie sehr stark nationalistisch aufgeladen ist. Und also es gab jetzt vor kurzem, gab es so eine, ich glaube bei RT Deutsch habe ich es gesehen, Frauen in der Westukraine, die protestierten gegen die Einziehung ihrer Männer. Ja, in der Westukraine gibt es so auch mal sagen, viele Rumänen und viele, also andere Minderheiten, die da noch leben und die sich nicht so patriotisch fühlen wie die Ukrainer. Aber die junge Generation sehe ich, also zumindest es gibt sicherlich auch Andersdenkende dort, die aber die sich nicht trauen, den Mund aufzumachen. Die haben keine Plattform. Also die können eigentlich nur bei den Russen was veröffentlichen, ne? Mal ganz platt gesagt. Du hast gesagt, Sabine? Mhm. Also ich bin auch geschockt. Ich hatte gestern auch eine Diskussion in der Küche, also über, wo die auch dann ausartete in eine Schreierei. Also ich wurde da fast mit den Nazis gleichgesetzt. Naja. Ja. Also ich sag, also ich habe mal eine psychologische Erklärung, ist das, weil die Deutschen erstmal schon seit 20 Jahren mindestens über Russland nicht mehr normal informiert hat. Also die Zeit von Gerd Rubisch und solchen Leuten ist vorbei. Also und Krone Schwarz ist vorbei. Also es gibt eigentlich nur noch primitive, oberflächliche Berichterstattung. Was schadet Putin? Wo ist der demonstriert gegen Putin? Und so weiter. Und also die Deutschen sind, sag ich mal, man sagt, planmäßig verblödet worden. Auch man hat Korrespondenten da irgendwo hingeholt, die auch keine, absolut natürlich undenkbar, dass da Leute jetzt in den letzten 20 Jahren angesiedelt wurden, die irgendwie Russland russophil sind, also wie Krone Schwarz. Also das Gegenteil ist der Fall. Du musst sozusagen, die Spiegelkorrespondentin war vorher in Warschau, also du musst sozusagen das Gegenteil beweisen, dass du nicht Anknüpfungspunkte hast mit den Russen. Und deswegen werden die auch alle 5 Jahre abgezogen, wenn sie sich nicht verheiraten und nicht anfangen, die Russen zu denken. Ne? Naja, also Verblödung hier, also leider Gottes, also Primitivisierung und also aus meinem Geschmack ist die Grüne Partei und auch andere linke Organe, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, dass auch gezielt versucht worden ist, diese Organisationen, die links sind, russlandfreundlich sind, zu unterwandern und einfach unschädlich zu machen. Also ohne dass man da irgendwie groß auf die Pauke haut, das wurde einfach so unter den Teppich. Also habe ich beim Neuen Deutschland einfach auch fürs Neue Deutschland auch geschrieben, habe ich da auch so in meiner Erfahrung gemacht. Also, und auch die linke Partei hat auch diese Entwicklung genommen. Also mal ist es sehr traurig. Aber also mich bestärkt das eigentlich daran, dass ich mal, als ich angefangen habe, politisch zu arbeiten in Hamburg, also im KD, haben wir einige Sachen, verrückte Sachen gemacht, also haben uns... Das stimmt. Aber wir haben im Prinzip, was ich gut fand zum Beispiel, dass es wirklich eine autonome Organisation war. Das heißt, wir haben selbst Geld dafür bezahlt, wir waren von keiner NGO abhängig, von keiner... Und dass die Leute haben, und das, ich meine, so, nur das, nur solche Strukturen sind eigentlich unbeeinflussbar. Ne? Die, man könnte vielleicht politische Fehler machen, aber wenn du am Staatstopf dranhängst über Abgeordneten sitzt und über NGOs, dann bist du natürlich absolut beeinflussbar. Und naja, also das ist eigentlich meine Hoffnung, dass wieder die Jugend kommt, die sozusagen sich organisiert und auch vielleicht mal so auch mal einen Zehner irgendwie in die Vereinskasse schmeißt. Vielleicht nicht zu romantisch gedacht, aber naja. Die Grünen müssen das noch erkennen. Also hast du gesagt, wir müssen noch erkennen, dass es überhaupt um die Grünen geht. Ne? Ja. Aber es ist für mich auch, bin ich auch
bringe ich jetzt russische Argumente, dass also praktisch die Grüne Partei ja, für mich auch irgendwie ein Instrument der Amerikaner geworden ist. Ja. Und dass Deutschland, also dass Deutschland, ich war nie irgendwie Nationalist und noch nie mal Patriot, würde ich sagen. Aber ich muss jetzt sagen, deutsche Interessen, also ich muss jetzt auch von deutschen Interessen sprechen, also der, von der Sicherung der sozialen Systeme in Deutschland und von der einfach von der Sicherung der deutschen Industrie. Ich meine, von Millionen Arbeitsplätzen, die verloren gehen, weil transatlantische Politiker, also die ist wichtiger, was mit Moskau, was Washington sagt, was die US-Berater sagen und nicht was das deutsche Volk. Das deutsche Volk will arbeiten und Geld verdienen. Das machen die, das genaue Gegenteil. Also. Und das wird hier. Ja, aber sieht denn das keiner? Das ist doch so offensichtlich. Ich meine, aber die Werbung ist doch zum Beispiel in diesem 5 Jahre Ausbildungsprogramm von dieser Transatlantikbrücke. Die ist so, wird so erzogen. Das weiß ich. Also ne, ich habe neulich über Trampolina Baerbock. Die ist in der. Das ist. Aber diese Linke hier. Also das sind doch Leute, die ein paar Jahre auch nachgedacht haben. Ja, das ist so konsequent wie KP. Aber das ist doch so offensichtlich, ne? Also wenn aber es gab immer, in der Linken gab es immer ein Einfallstor, was Russland betrifft. Also weil sag ich mal, die Vorurteile gegen Russland, also das sind asiatische Horden, das sind Stalin, Gulag, Wilde, das sind unzivilisiert, die haben auch gar keine Verbrechen. Dass die mal den ersten Satelliten gestartet haben, das haben die Russen, die Deutschen wieder vergessen. Dass sie den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben, das wird doch an die Medien reingekommen. Und dieses Überlegenheitsgefühl, also was in Deutschland sozusagen kultiviert wird, dass wir die Besseren sind, wir haben die besseren Werte, die bessere Industrie, alles ist bei uns besser. Das ist auch das Anfallstor für Nationalismus und für einen EU- oder westlichen Imperialismus. Ja, das kann nicht für alte Deutsche gelten. Das ist aber doch nicht für Leute, die in der Flora die rote Fahne schwingen oder Leute, die in der VVN sind und selber von Verbot bedroht sind. Also ne, von diesen Bild-Zeitungsleuten, Lesern rede ich gar nicht. Aber so die Linke, also welche Linke? Entschuldigung. Alf und Polo rankommen, willst du noch einen Satz sagen? Hat sie gerne geschlossen. Ich wollte nur sagen, dass das für mich eine Westlinke ist, ne, und die, seitdem wir zusammengeschlossen sind, ist eine Westlinke, eine westlich dominierte Linke. Die Ostlinke wird total unterdrückt. Ne? Also unser Wert, klassische Arbeiterbewegung, die existiert kaum. So entsprechend sind die Zahlen auch. Die werden ja gar nicht mehr gewählt von den Menschen, vor allem nicht im Osten. Ne? Ja, also ich habe zwei Fragen. Das eine ist eine rein geschichtliche Sache. Ich meine, ich bin mich zu erinnern, dass diese SU-Einteilung damals mit der Ukraine, dass die Ukraine ja damals aufgrund dieser vielfachen Teilung immer wieder, also zuschlagen zu Polen, zu Österreich, Ungarn und so weiter, also nach dem Ersten Weltkrieg, war das irgendwie doch ein sehr, sehr zerrissenes Gebilde. Und ich meine mich zu erinnern, dass Lenin damals dann eben diese Donbass-Geschichte denen zugeschlagen hat, um das aufzuwerten und das aber eben das in großen Widerspruch war zu der Bevölkerung des Donbass, die das also überhaupt nicht gut fanden. Aber da zu Ukraine zu gehören. Bitte? Zu Ukraine zu gehören, ja. Das war jetzt nur so eine geschichtliche Frage im Raum. Die andere Sache ist die anarchistische Bewegung in der Ukraine. Ja, also da ist diese Machnowica, das ist nur die alte Geschichte, aber diese anarchistische Bewegung hat ja da eine vielfältige Ausprägung gehabt, die sich ja auch noch geäußert hat in den verschiedenen, was weiß ich, der Farbenrevolution und diesem anderen Ding da. Also das, die hat ja immer wieder irgendwo dann
Einfluss genommen einerseits oder eben hat sich irgendwie eingefügt in diese Sachen. Und das ist mir völlig unklar, weil eben auch bis heute ist diese Position für mich nicht fassbar. Ja? Kannst du dazu sagen? Der Anarchist. Bitte? Der ukrainische Anarchist? Ja, ja. Genau. Kolo. Entschuldigung, ein ukrainischer Genosse, der hat auf die Frage des ukrainischen Anarchisten. Wir können die WLAN wieder anmachen. Uns ein kurzes Tschüss und Danke. Filmteil gezeigt, wie er groß geworden ist. Der kam aus Charkow, der Genosse. Ja. Und dann siehst du einen Film, wo stehen Weißgardisten da und da kommen unsere Verbündeten. Und dann kommt auf dem Don ein Schiff an mit lauter Anarchisten drauf und die singen: What? Wodka, 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 Wodka. Und die Weißgardisten schwören Dame, guckt den Offizier an und das sind unsere Verbündeten. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, also der Putin hat ja am Kannst du das nachher sagen? Jetzt ist Polo dran und macht so, Pause. Ich dachte, wir sind Pause. Das ist der Friller, ja. Ja. Ich merke schon, ich bin, glaube ich, ich habe Glück, dass ich habe die Füße von euch gesehen. Und ich habe Glück, ich gehöre nicht dieser Geschichte von euch. Ich habe Glück, dass ich mich nicht in diese Dilemma von der alten Geschichte und heute, was wirklich Faschismus ist oder nicht. Ich betrachte die Politik als ganz andere. Heute, was für mich ist wichtiger, das liegt hier eine kapitalistische und imperialistische Krieg. Und wo die Imperialismus, wo wir auch selbst, auch diese ohne Ziel von einer Linke in Europa oder in Deutschland, ohne ein Programm, ohne ein Ziel, das sieht wirklich das System zu brechen, ja, es ist schwierig, ohne ein Programm, natürlich heute, die spielen auch für Krieg, die meisten. Und deswegen die NATO heute, die schon nicht nur heute fängt an, sich einen Krieg zu unterstützen oder mehr unterstützen, das sind die Krieger, die haben schon damals schon von der Destabilisierung von Russland, ja, und heute die haben geschafft, die Regierung von Deutschland, heute ist ein Teil von diesem imperialistischen kapitalistischen Krieg. Ja? Und ich glaube, dass wir müssen nicht vergessen, auch die Länder wie Lateinamerika und Afrika, wir sind die Opfer. Weil wir sind die Länder, die kolonisiert wurden von diesen Ländern. Ja? Und deswegen, wir verstehen ganz andere. Ja? Und wir versuchen, dass hier, wie kriegen wir hin, dass nicht eine dritte Weltkrieg kommt. Wie kriegen wir hier die Linke sich wirklich sich da positionieren in eine richtige linke und revolutionäre Richtung? Ich glaube, es sehr schwer ist. Ja. Und ich glaube, wir vergessen eine sehr wichtige Dinge, dass wir als antiimperialistische und antikapitalistische Ideologie oder Kampf müssen wir, und das vergessen wir. Heute, ich habe viel gehört von euch und ich kann euch verstehen natürlich, weil ihr trägt die ganze Geschichte in euch und versuchen euch eine Lösung zu finden. Ja? Und ich sehe nicht die Lösung, ja? ich sehe wirklich nicht eine Lösung. Ja? Ich glaube, in Lateinamerika haben wir uns ganz gut, wir sind antiimperialistische, antikapitalisten, ja? Und antikolonial. Ja? Und das ist wichtig für uns. Und hier, ja, wir sind wirklich, die haben viel Arbeit, ja, und dass wirklich in Zukunftssicht eine Position, eine antikapitalistische, antirassistische und antipatriarchal und das hinzukommt, ja. Das fehlt das. Und deswegen, ich habe die meisten so, das fehlt viel, also dieses Internationalismus, ich habe schon bemerkt, wenn ich wollte reden, ihr seht mich nicht, ja, die reden, ja, ich habe versucht und ihr seht mich nicht. Und deswegen, diese,
dass diese uns Auge zu Auge zu sehen, lernen wir genauso in die gleiche Niveau, ja? Und das fehlt noch. Und nicht nur, also das ist meine Kritik, das bringen verschiedene auch Gruppe, von wo ich mit Büchern, dass wir müssen lernen, zusammen zu gucken, weil Lateinamerika ist genauso Opfer, Afrika ist genauso Opfer, wie dieser Krieg von der NATO, prinzipiell USA, ist unsere Gegner. Ja. Deswegen, ich wollte nur das sagen, also ich habe keine Frage, weil es gibt viele Fragen auf den, in der Mitte. Ja. Das wollte ich. Zu den beiden letzten von Alf und von Bolo. Würdest du dir, da ist ja keine Frage, ja, ja, das steht einfach da. Das ich habe nur an der Stelle, nur da, ist meine Meinung so. Ja. Also zu der Alf, und du das? Das ist. Oder wir haben Manuela. Kriegen wir los. Ja, links bei deinem Linken. Mit dem Donbass. Ja, das tut gut. Ja. Also, der, es gab tatsächlich, also 1918, als erst sich die RADA gründete in Kiew und die Ukraine, die Unabhängigkeit der Ukraine ausrief, also westlich orientiert, also eher antibolschewistisch, die Oktoberrevolution hat stattgefunden, hat sich praktisch im Osten, Südosten der Ukraine haben sich verschiedene Volksrepubliken gebildet, Volksrepublik Odessa, Kryvyi Rih, das ist praktisch im Gebiet Lugansk-Donetsk, war auch eine bolschewistische Republik und dann wurde die sozialistische ukrainische Republik in Kharkov gegründet. Und dann hat Lenin 1922, als die Sowjetunion gegründet wurde, aus Russland und Transkaukasus, gab es eine sozialistische Republik, da hat er, und dann die Ukraine auch, hat er durchgesetzt, dass die Kryvyi Rih Republik, also die jetzt Donbassgebiet, dass die sich der Ukraine anschließen muss. Ne? Und natürlich der Hintergedanke war für mich, denke ich mal, dass dass wahrscheinlich Lenin dachte, wir geben der agrarischen Ukraine, die war damals ja noch kaum industrialisiert, geben wir dieses Industriezentrum, dadurch ein Proletariat. Dadurch, ja, also das kann man jetzt verschieden interpretieren. Also eine Proletariat und aber zwar spielt die auch gar keine Rolle. In der Sowjetunion war ja sozusagen die Grenze zwischen den Republiken spielt einfach keine Rolle. Aber vielleicht war es auch ein gewisser Gegenzug zu einer eher westlich orientierten Intelligenz, die sich in Kiew in der Rada sammelte und die sich eher, die also mit Deutschland und Österreich einen Brotfrieden abschloss, der darin bestand, dass man eben Getreide aus der Ukraine liefert. Und im Gegenzug kamen deutsche und österreichische Truppen und kämpften gegen die Roten in der Ukraine, wie sich sagen. Und auch, also war praktisch eine Situation so ähnlich wie heute, kann man sagen. Ne? Und das mit Machnow, also da bin ich eigentlich absolut, kann ich nichts zu sagen. Also, wenn Volkan als Freiheitsheld irgendwo als Kämpfer für die freie Ukraine gegen die Russen abgefeiert bei irgendeinem Kanal hier in Deutschland und seine Geburtsstadt ist heilig und Fehler hier machen, lebt wieder und kämpft mit der NATO gegen Putin und so weiter. Ja, so. Ein hervorragendes Buch, habe ich mit Begeisterung gelesen vor 30 Jahren, von Folin, Eichfeld, oder wie ursprünglich auch Folin, der das ganze Drama beschrieben hat. Das schon nebenbei, gibt es aber noch antiquarisch, oder ich habe sogar noch ein altes System. So, wie verfahren wir jetzt? Wir machen jetzt die Pause. Das Buch noch sonst. Scholochow, der stille Don, zu dieser ganzen Geschichte in der Oktoberrevolution, vorher, nachher, wer gerne liest, dem kann ich das nur empfehlen. Sag ich mal, ich habe zwei Bände, Scholochow und Scholochow, zwei Bände, der stille Don. Die Leute schmeißen gerade alle russischen Bücher weg, die liegen
Es hat gehorcht, absolut gehorcht, in Bussen, überall. Und jetzt hier Ukraine-Krieg, auch nur alles eine Meinung. Man hört ganz, ganz selten viel den Dynamik. Da muss man wirklich suchen, stundenlang, dass man sowas hört. Und von Fahrt und solchen Leuten hörst du im Mainstream überhaupt nichts mit dem Bauen auch nicht. Und auch was solche Leute wie diese CIA-Intelligenz ja da gesagt hat, das wird auch nur in Nachdenkseiten vielleicht veröffentlicht, sonst nicht. Also sie haben eine völlige, der Mainstream funktioniert völlig. Meines Erachtens war das in der Vergangenheit, seit ich das verfolgen kann, war das so noch nicht. Nee. Also da war in 15 Jahren, habe ich den Spiegel mit Begeisterung gelesen, als junger Kerl, da standen ganz kritische Sachen drin, will ich heute vielleicht gar nicht mehr sagen, ja, dass es so kritisch war, aber für mich war es so, abweichen von allem im Spiegel, Sturm, Schütze, Demokratie, also solche Presse gibt es heute gar nicht, und wenn es so etwas gibt wie bei Freitag, der doch relativ offen ist, was abgedruckt ist, ja auch erfreulich gewesen, weil man das gefunden hat, naja, das schmeißt sich jetzt raus. Also, und in Gewerkschaften auch höre ich so, ja, wer da abweichender Meinung ist zum Ukraine-Krieg, die werden alle abserviert. Also, dass da wirklich auf allen kulturellen Bereichen, überall, wo der Russe im Opernhaus auftaucht, weg mit ihm, auf allen Bereichen wird das in unglaublicher Weise bereinigt. In der Nazi-Zeit ab 33, die haben ja auch absolut gesäugert. Diesmal geschieht es aber demokratisch. Da brauchen wir keine Nazi-Diktatur oben. Und gut, wir können uns noch wählen, wir können noch was machen. Da gibt es noch Rechte und so, sind noch abgebaut. Aber die Linie, wie ist die Linie jetzt? Ne? Und da spielen die Medien eine ganz entscheidende Rolle. Und die spielen, die Massenmedien, die großen, die spielen mit. Und kleinere Medien, ich weiß nicht, vielleicht nach den Zeiten in Zukunft ein paar Monate verboten sein oder so. Also dass solche Alarmen, Rascha VP haben wir schon verboten. War ja auch völlig unüblich früher. Und man muss gucken, ob die solche Seiten wie Nachdenkseiten, ob die demnächst verbieten. Ne? Die noch einen Massenanhang haben, Massenleser haben. Ich möchte da kurz einen Satz zu sagen, nämlich, dass du sagst, dass du schreibst, keiner Krieg der schlimmste. Es wurde trotzdem auf beiden Seiten als ein Wettbewerb der Systeme betrachtet. Das Bolschoi-Ballett, der Don-Kosaken-Chor, der Chor der Roten Armee haben in den 60er Jahren hier ihre Auftritte gehabt. Mhm. Und der Nazi Kabayan hat in Leningrad Konzerte geben können. Es wurde beim Sport nicht diskriminiert. Es gab niemals etwas so auf Menschen bezogenes, rassistisches, russophobes, widerliches, wie es im Moment gibt. Und der Grund dafür ist nach meiner Auffassung, dieses System hier ist am Ende. Und zwei Drittel der Menschheit sind nicht mit der NATO, sondern sind mit Russland und mit China und mit den Menschen, die in einer multipolaren, friedlichen Welt leben wollen. Stimmt, also man muss sich mal eine Karte angucken. Ja, gerade wo du das mit dem Verbot von RT erwähnt hattest, so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, das müsste jetzt doch eigentlich jedem auffallen, das ist ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate vorher gewesen, wo sie das Fernsehprogramm von RT verboten haben, das ja unter einer serbischen Lizenz in deutscher Sprache lief, mit der Begründung, in Deutschland sei Staatsfunk per Verfassung verboten. Und du stehst da so, warte mal kurz, jeden Monat 18 noch was? So an der Stelle, das ist so auch in den Medien gewesen, das haben sie offen so gesagt, eigentlich an dem Punkt hätte es jedem auffallen müssen, aber es ist einfach, es ist so, du wirst so überschüttet mit dieser Scheiße, dass du, wenn du nicht gezielt danach suchst, einfach nichts mehr findest und nichts mehr merkst. Ja. Und das wäre also vielleicht ein guter Punkt, weil viele Leute, mit denen man spricht, halten einen schlicht und ergreifend für verrückt, sagen, wo hast du das her? Ne? Die informieren sich halt im Beutejournal über den Tagesthemen und dann über das Merkmal. Also, ja, Parallelwelten. Ich wollte mir aber einerseits, vor allem ich weiß nicht, wie man so jetzt auch über Ukraine hinaus, also so global irgendwie betrachtet, so die
gibt das zum Beispiel auch die Erfahrung in Jugoslawien. So die, wenn ich heute wenn man Kroaten treffe, sind es oftmals Bosnier, also und da habe ich immer gehört, dass sie in den letzten Jahren gesagt haben, was soll der ganze Unsinn denn? Und was haben wir denn davon, dass du auch einen Bürgerkrieg gehabt über Jahre? So, und heute hast du dann, wie du willst, von außen, von der EU, von der NATO unabhängigen nationalistische Strukturen, und du kannst dich da in diesem Land nur noch bewegen, indem du dich irgendeiner Volksgruppe zuordnen. Die Leute haben da keinen Bock mehr drauf. Und ja, oder die Erfahrung, was für Libyen und Syrien, und das sind so diese ganzen Aufstands, so Tendenzen, wo dann so eine Mittelschicht gedacht hat, so wir, die Zivilgesellschaft, wir organisieren uns, und ohne irgendwie die Eigentumsfrage letztlich da Antworten zu haben, wie können wir hier als Gesellschaft anders funktionieren, und dann alle von so von außen von militärischen Kräften vereinnahmt worden sind und da jahrelang Bürgerkrieg erlebt haben. Also das ist auch von den Leuten weltweit klar, dass das auch in der Ukraine ist. Ich weiß nicht, wie, weil es ja so eine militärische Debatte, so wie sind jetzt strategisch, taktisch irgendwie die militärischen Kräfte, aber hat so dieses, glaubt in der Ukraine außer so einer Mittelschicht noch jemand an dieses Modell, also was für eine Erwartung von der Zukunft haben die? Also das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. So eine, irgendwie habe ich noch so eine Idee von so einer kollektiven, irgendwie so eine Art von Intelligenz der Menschen, so dass sie sehen, da verspricht sich doch keiner mehr was davon, dass von der unabhängigen Ukraine eine Art von Wissen oder so ein ganz zerstörtes Land, Klima und Perspektive, in ganz Osteuropa irgendwie ganz toll in Polen, großes Polen irgendwie, viele Millionen Polen müssen zum Arbeiten ins Ausland gehen, weil die Tür, das hat sich vielleicht nach 20, 30 Jahren ein bisschen geändert. Jetzt sind es die Rumänen? Rumänen, Bulgaren, ganz Osteuropa ist ja, also die sind über 20 Jahre lang hinweg einfach Arbeitsmigranten gewesen, die Gesellschaften da sind kaputt. Ja. Also welche Attraktivität soll dann noch die, für die Masse diese EU haben oder diese Kapitalismus? Ja. Das fragt man sich. Das fragt man sich. Aber da kommt dann immer, man lügt sich in die Tasche, von wegen, mich betrifft das ja nicht. Ich bin ja so gut gebildet und ich habe ja irgendwie dann irgendwie die und die Qualifikationen, die anderen ja alle nicht haben, und bei uns wird das gut gehen. Die anderen, die werden dann wahrscheinlich eben hier irgendwie die Spargelernter sein oder eben in der Prostitution sein oder was weiß ich was, aber bei uns, da wird das gut gehen. Ja? So, und das ist immer dieses Irre, dass man meint, dass man selber dann eben irgendwie aus diesen Zusammenhängen draußen ist. So kommt mir das vor. Ich finde, wir sollten gucken. Misch dich einfach ein und lass dann nicht immer das Wort nehmen, wenn da die Alten blutschießen. Gut, also zu dem, was du meintest, mit ob die Leute dann daran glauben. Ich kann es jetzt für die Ukraine im Speziellen natürlich nicht sagen, aber wenn ich mir das hier anschaue, bei meinen Arbeitskollegen zum Beispiel, kaum einer glaubt daran, dass hier irgendwas mit gerechten Dingen zugeht. Nicht im Sozialwesen, nicht was die Rente angeht, nicht auch bei der Justiz nicht, gar nicht. Aber die Leute sind einfach zu träge und faul oder zu ängstlich, ob jetzt vor Ärger mit den Gerichten oder vor den sozialen Konsequenzen, um etwas zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass es dort genauso aussieht, gerade bei den Minderheiten, die eh schon diskriminiert werden, dass die halt die Sorge haben, okay, das ist scheiße so, aber wenn wir jetzt was machen, dann wird es noch schlimmer. Und dass es halt erstmal bräuchte es einen Teil der Leute, der aufsteht und eine Perspektive bietet, wo die Leute auch sehen, okay, wir stehen nicht alleine damit, und dann würden die sich sicherlich auch anschließen. Aber so in der jetzigen Situation einfach dass sie viel zu ängstlich oder zu träge sind. In der Ukraine? Ist hier auf jeden Fall so, ist hier meine Erfahrung. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch anderswo so aussieht. Ja, aber wenn so die Gefahr da ist, dass wenn ich in Rumänien lebe, oder dass ich in diesem Krieg nicht hineingezogen werde, oder dass ich das mal
mein Sohn als Soldat da eingezogen wird und das Leben dafür hergeben soll. Das ist ja dann nochmal Trägheit. In der Situation sind wir doch auch schon. Ja, aber das ist, also, es geht keiner auf die Straße. Ich meine, diese Kriegsgefahr ist noch nie so real gewesen wie jetzt. Und ich bin mir fast sicher, dass wir in diesen Krieg reinschlittern werden. Kein Mensch geht auf die Straße. Ja, die Friedensbewegung ist anderweitig beschäftigt. Ja, ich fordere das mal sagen. Ja. Also ich glaube, das wird nicht gespürt. Die Ukrainer, die haben gesagt, da eine Bewegung, es gab eine sehr große Dissertation 2014, also die haben sich massenweise abgesetzt, haben sich in die Dörfer gegangen, haben sich abgemeldet, waren nicht auffindbar. Und jetzt habe ich ja schon erzählt, in der Westukraine Frauen haben vom Kreis der Ersatz abdemonstriert, weil sie gesagt haben, unsere Männer werden eingezogen, die sind überhaupt nicht ausgebildet, die werden auf der Verheiz. Ja. Bei der sogenannten Territorialarmee. Und also das ist wie gesagt, bei diesen Rändern der Ukraine, wo dieses ukrainische Sozialismus nicht so stark ist, da bricht dieser Nationalismus. Und der Nationalismus ist da nicht ausreichend, um dieses Opfer zu bringen für die Nation, also in das eigene Leben zu bringen. Und ich meine, man kann nur hoffen, dass sich sowas wieder ausbreitet. Also, ich meine, jetzt macht der Westen es so, dass er mit Geld, der pumpt da eben Waffen rein. Und, also die Amerikaner und die EU werden die Kredite liefern und das ukrainische Staatswesen, das ist irgendwie nicht zusammenbricht. Das wird, aber es wird kein, ich meine, ich habe irgendwo gelesen, neulich, dass die Wirtschaftsdaten für die Ukraine, dass die gar nicht mehr erhoben werden können, weil es praktisch keine Wirtschaft gibt. Ich meine, das ist natürlich absolut dramatisch. Aber noch eine wichtige Sache, das ist praktisch, ich dachte, wenn Deutschland es zulässt, dass Odessa das Gewerkschaftshaus brennt, wenn Steinmeier im Mai 2014 hinfährt und Karl Kratzer hier sieht, weil ihm der Gouverneur sagt, der von Palitzer, der von Kolomorski eingesetzt wurde, selbst Geschäftsmann, der Gouverneur auch Geschäftsmann, das könnte Unruhen geben. Da habe ich gedacht, ja, wenn Deutschland so lax mit den Rechten umgeht, der Minderheiten, Merkel hat doch, glaube ich, im Februar oder März 2014 hat sie doch gesagt, man müsste auch mit den Russen in Donbass sprechen. Aber das war so das letzte Signal, dass irgendwie. Und da habe ich gesehen, ja, wenn das so läuft, dann, das ist doch ganz klar, das wird irgendwann auch in Deutschland ankommen. Und jetzt haben wir das schon, dass der ukrainische Außenminister hier. Ja, quasi. Dann sagt ich, ich könnte. Nee, also. Der Botschafter. Der Polizeiweisung gegeben. Die hat so ein Fahnenverbot für eine Friedensdemo gemacht. Da dürfen ukrainische Fahnen auch nicht gezeigt werden. Da hat er gesagt, das muss sofort zurückgenommen werden. Und wird das also, ich habe noch mal eine Frage an Ulrich, vielleicht auch an alle. Ich hatte wirklich gedacht, nachdem die Situation untergegangen ist, 91, waren es ja alles kapitalistische Länder. Jeder weiß, wie das in Sowjetunion oder Russland dann passiert ist. Also USA, Frankreich, Deutschland, Russland, alles kapitalistische Länder. Und dieser Hauptgegensatz, redet er ja von Friedensdividende, dieser Hauptgegensatz, der Gegner war weg, ja. Der da 70 Jahre oder so existiert hatte. Der war nicht mehr da. Ja, man erwartet ja unter kapitalistischen Ländern, dass sie alle um den Hals fallen und umarmen. Aber immerhin ist es denn, ja, nach diesen zwei Weltkriegen gewesen, dass Deutschland und Frankreich da in Harmonie miteinander umgehen. Als Konkurrenten zwar überall, aber im Prinzip als Harmonie überfallen sich nicht mehr gegenseitig. Und keine Hasspredigen, kein Rassismus und solche Geschichten mehr. Und ich hatte gedacht, naja, kommt Russland als ziemlich großes kapitalistisches Land hinzu. Und die Frage ist für mich jetzt, warum wurde Russland nicht in diesen Chor der kapitalistischen Länder aufgenommen? Ist der Grund, liegt der Grund darin? Also Frankreich und auch Deutschland, alle den westeuropäischen Länder, die haben sich ja den USA untergeordnet, waren ein bisschen
Freiheit auch, weil letztlich waren sie Noten oder haben das getan, was die USA wollte. Als größte Atommacht, Kriegsmacht, politische Macht, wirtschaftliche Macht, die USA, haben die sich geduckert und dann immer das befolgt. Liegt das daran, dass Russland diese Rolle nie eingenommen hätte, sich der Oberhoheit der USA zu fügen, dass die USA das erkannt haben? Nee, das machen die Russen nicht. Also werden sie jetzt zum großen Gegner aufgebaut, wie China auch. Ja. Ist das der Grund, dass sie nicht in den Chor der Großmächte Russland aufgenommen wurde, sondern zum Erzfeind plötzlich erklärt wurde? Was meinst du dazu? Wann wurden sie zum Erzfeind erklärt? Wann wurden sie zum Erzfeind erklärt? Achso, jetzt? Oder ja, in den letzten Jahren, 2017 oder was weiß ich wann. Also ich würde erstmal sagen. Unmittelbar erstmal nicht, dann wird es 1991 da. Das ist einfach, in der Geopolitik spielt einfach eine Rolle, meiner Ansicht nach. Also wer kontrolliert das größte Territorium? Wer ist an den Ölquellen dran, wer ist am Gas dran? Und wer bestimmt die Währung? Ja, das auch. Also dass Russland jemals der NATO oder der EU beitreten könnte, halte ich wirklich immer für ausgeschlossen, weil Russland ist von seiner ganzen Lage her, von seiner Größe über 7 Zeitzonen mit allen Rohstoffen, die man sich nur vorstellen kann, ist so mächtig, also strategisch besetzt so viele Brennpunkte der Welt, also von Ostasien über Mittelasien, über Kaukasus bis Europa, bis Ostsee. Und das ist eigentlich, mal sagen, diese Struktur dieses Landes ist an sich von seiner ganzen Lage her, ist es einfach nicht integrierbar. Es wäre nur integrierbar, wenn man sozusagen, ja, idealistisch, sag ich mal, wenn es keinen Kapitalismus gäbe. Also ich glaube, diese Idee von einem Europa bis von Lissabon bis Vladivostok, was die russischen Politiker gerne immer wieder zitieren, das sei ja doch eigentlich der Beginn der Verständigung gewesen, auch nach der Perestroika, auch deutsche Sozialdemokraten haben das immer wieder zitiert, aber das ist, glaube ich, mit dem Kapitalismus nicht zu machen. Also das ist eine schöne Vorstellung, aber ich wäre dafür, aber ist das vielleicht möglich, wäre das vielleicht möglich, aber die USA hatten was dagegen, weil dann ein Verhältnis von Russland zu Westeuropa und speziell zu Deutschland hergestellt worden wäre, was Brzezinski gesagt hat, das darf nie passieren, sondern da muss immer ein riesiger Gegensatz sein zwischen Russland und Deutschland. Das war das immer seit Jahrzehnten das strategische Ziel der USA und Brzezinski. Und wenn sowas, Haus der Vaterländer, vom Ural bis Portugal, wenn sowas zustande gekommen wäre, dann, und USA wäre ausgeschlossen, das war nicht im Interesse der USA. Und da ist der Punkt, dass die USA jetzt immer, auch jetzt bis in dieses Jahr hinein, immer gesagt haben, das hat Dodani in seiner, der Bürgermeister, eine halbstündige oder 37-minütige Rede gehalten, der hat immer wieder darauf gepocht und sagt, wir haben unterschiedliche Interessen. Deutschland hat die und die Interessen, beschreibt der Herr genau, und die USA haben die und die Interessen. Also eine hervorragende Analyse vom Dodani. Und das ist der Punkt, dass die USA haben ganz andere Interessen als wir hier. Ja. Und das hängt da vor, das ist, glaube ich, entscheidend. Aber was würde denn passieren, wenn Deutschland und Europa sagen, ja, dann habt ihr eben andere Interessen, aber wir gehen mit Russland, ja, das werden sie und dann sind wir ziemlich groß. Aber hier sind amerikanische Atomwaffen. Wie sollen Sie das sagen hier? Der ist doch noch nicht mal in der Lage, der Scholz oder Macron da zu sagen, verhindert das irgendwie, die Ukraine wird neutral. Noch nicht mal das können diese Leute sagen. Also, das ist irre. Und die pumpen da jetzt Milliarden rein, die nabeln sich ab von allem, was wichtige Ressourcen sind für Westeuropa. Nabeln sich ab, sagen, du sollst weniger duschen, du sollst kalt duschen, du sollst weniger kochen. Das ist völlig irre. In England kommen Aufrufe, die Leute, die kochen, weniger Kartoffeln, weil das so viel Energie verbraucht. Das alles, aber das wird von den Politikern auch offensiv gesagt. Und das ist Unterordnung unter die USA. Aber ich wollte nochmal sagen,
zu dem, weil ich habe mich ja noch gemäht, wollte so, sagen, ja. Es gibt eine NATO-Karte von 1991 oder 92, keine Ahnung, man findet die da irgendwo, wo Russland ein kleines Gebiet ist, das Moskowien heißt und sich auf den Oblast Moskau beschränkt. Der Rest ist in Zwergstaaten, ähnlich wie Jugoslawien, aufgeteilt. Das war damals das Ziel und das wäre mit dem besoffenen Jelzin ja auch in die Richtung gegangen, aber dann ist es doch wieder nicht in die Richtung gegangen. Und der andere Grund, warum es mit Russland in der NATO, was sie doch möchten, als Friedensbündnis, als Handelsbündnis nicht funktioniert, ist, dass der Kapitalismus am Ende ist, wenn er nicht die Rohstoffe verbilligen kann und das heißt letzten Endes sie klauen kann. Und darum geht es. Ja, genau. Zum einen, genau, von einem gleichberechtigten Partner kannst du nicht billig die Rohstoffe klauen, sondern du musst gleichberechtigt Handel treiben. So, das betrifft ja nicht nur Russland. Das ist eine Sache, die haben wir im Irak gesehen und anderswo auch. So, das wäre natürlich bei einem gleichberechtigten Partner kannst du nicht einfach, wenn er sich weigert, dir das Öl zu verkaufen, mal eben da rein bombardieren. So. Und zum anderen, wir haben ja mittlerweile mit einigen osteuropäischen Ländern in der NATO im Grunde einen Gürtel zwischen Westeuropa und Russland, der Russland feindlich gesinnt ist. Also die europäischen NATO-Mächte fanden die Aufnahme von Polen, von den baltischen Staaten, von Tschechien, der Slowakei in die NATO ganz toll, soll die europäische Position stärken. Insbesondere hat es die US-amerikanische Position gestärkt, weil sich damit ein Gürtel von Russland-feindlichen Staaten zwischen den westeuropäischen Mächten, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Russland befindet, der eine Annäherung im Grunde unmöglich machen kann. Und der auch dazu benutzt werden kann, da einfach eine feste Grenze zu ziehen. Punkt. Je mehr solche kleinen Staaten da sind, je mehr ist dann auch die Möglichkeit, politisch da zu intervenieren, dass die Leute sich gegenseitig fertig machen. Und das sieht man ja. Ja. Aber ich glaube, das Problem ging eigentlich 1991 in der Ukraine los schon, weil praktisch die Ukraine war extrem, also wurde noch mehr von den Oligarchen beherrscht als Russland. Also die Oligarchen der Ukraine haben also schon damals in die Offshore-Zone ihr Geld gebracht, haben die Industrie zerbrach. Also die Ukraine war ja kein bäuerliches Land, also gab es ja auch Interkontinentalraketen gebaut in Dnipropetrovsk. Das war die reichste Föderation in der Sowjetunion. Ja, und technisch am meisten entwickelt und die Landwirtschaft ebenso. Ja. Also. Und ich meine, Verelendung eines Landes führte auch dazu, dass die Leute anfällig sind für Radikalismus. Also in diesem Fall für Ultranationalismus. Die junge Leute, was ist ihre Perspektive? Sie können als Spargelstecher nach Polen fahren, werden dort von den Polen oder auch nicht als zweite Klasse behandelt. Und dann drückt man ihnen eine Fackel in die Hand und dann das Porträt unseres Banderas, der hat dann den ukrainischen Staat aufgebaut. Und Russland ist an allem schuld, nicht wir. Ja. Und das haben die ja sozusagen auch kultiviert. Die haben ja sozusagen. Tschernobyl stand da und die ukrainische Regierung haben immer beim Westen angeklingelt, wir können dieses Tschernobyl explodiert, wenn wir uns jetzt nicht ein paar Milliarden rüberschieben. Und so haben die so diese Ideologie, wir können eigentlich, also nicht unsere Industrie entwickeln, sondern beim Westen anklingeln, das wurde da richtig kultiviert. Ne? Und der Glaube, der Westen würde der Ukraine gut tun. Also das ist auch interessant. Ich habe zum Beispiel mit dem Azarov, der letzte Ministerpräsident vor dem Staatsstreit. Vor Juschtschenko. Nikolai Azarov war ein in Russland geborener, aber ein Politiker unter Janukowitsch. War Ministerpräsident von 2012 bis 2013. Und ich habe ihn gefragt, wieso habt ihr denn überhaupt über den Assoziationsvertrag mit der EU verhandelt? Dann hat er mir ganz naiv und offen gesagt, wir hoffen, dass
dass diese Europäisierung der Ukraine, dass das eine Modernisierungsschub gibt. Also dass einfach das Rechtswesen, das ganze ökonomische, die Abläufe, dass das alles modernisiert wird. Und im letzten Moment, also im Oktober 2013, hat dann ja Janukowitsch gesagt, ey, stopp, also kurz vor der Unterschrift, wir brauchen jetzt mal eben 3 Milliarden oder 4 Milliarden für die Modernisierung der ukrainischen Wirtschaft, damit sie konkurrenzfähig ist mit der EU, sonst geht unsere Wirtschaft pleite. Und da hat Russland gesagt, sofort, ja, kriegt ihr hier, also Russland hat sofort 3 Millionen rüber geschickt. Milliarden. Und die EU hat gesagt, nö, ist nicht. Und dann hat sie praktisch als Gegenschlag, als Konterschlag zu dieser Forderung, wir wollen Geld verhandeln, haben sie in einer geschickten Konstellation haben sie diesen Maidan angeschoben. Das war die Protestbewegung zur Durchsetzung der Assoziierung. Und da gibt es eben so eine, am 30. November wurde 2013 war in Kiew, nachts war das, ein Polizeieinsatz gegen Studenten. Und da gibt es so, ist jetzt eine Verschwörungstheorie, aber wird so gesagt, dass in der Präsidialadministration der Ukraine saßen Leute, die der Polizei irgendwie gesagt haben, hier, haut da mal drauf. Und am nächsten Tag 100.000, die erste große Maidan-Demonstration am 1. Dezember 2013, die erste große Maidan-Demonstration. Und am Rande dieser Maidan-Demonstration wurde schon das erste administrative Gebäude in Kiew besetzt, die Stadtverwaltung. Wo dann, also ich war da im Januar, glaube ich, 2014, wo dann riesige Bandera-Posters und Parteisvorwurf, da hatte die ganze Stadt schon mal so ihre Kontrolle. Während des Maidans wurden 14 Gebäude besetzt. Und also allein die Vorstellung einer europäischen Großstadt, ist es möglich, 3 Monate lang die Innenstadt zu blockieren, alle Regierungsgebäude zu besetzen. Ich meine, das ist doch schon ein Ausverkauf, also sondern gleichzeitig, wenn auch die Donetsk-Leute das machen, die haben am 7. April und am 6. April haben sie angefangen auch, also das war genau, für wie viele Monate, 5 Monate später. Da war das ein Anlass umzuschicken. Also, und ich glaube sogar, es gibt noch eine Sache, die kann ich aber nicht genau nacherzählen, also es gab so einen kritischen Moment, wo Janukowitsch auch irgendwie russische Truppen hätte anfordern können, wo er dann Putin irgendwie gesagt, es wäre ein Fehler gewesen oder irgendwie sowas, muss ich nochmal nachlesen. Also, da hätte Janukowitsch noch Minuten noch, sag ich mal, hätte sich Hilfe holen können. Weil er, aber er hatte Angst, vor diesem, an den Pranger gestellt zu werden. Wollen wir dann bleiben? Zögerliche Menschen. Ja, das war einfach, es war einfach, ich meine, er ist vorbestraft. Ja, ist vorbestraft. Ja, ich meine, es ist also kein guter Vertreter der russischen Nation, sag ich mal. Also, er hat seinen Sohn begünstigt, er hat, es gibt auch so Oppositionelle, zum Beispiel Anatoli Schani, sitzt seit 10 Jahren im EU-Exil, ist unter Janukowitsch ausgewandert, weil er hatte, in Odessa hatte er Recherchen gemacht über Kinderprostitution und Drogen. Und da hat er Ärger gekriegt mit der örtlichen Mafia und dann hat er, wurde auf ihn geschossen. Und dann hat er gesagt, ich hau ab über Litauen. Und dann hat Litauen ihm sogar diesen Asylstatus gegeben. Naja, also da gibt es noch einen zweiten Unternehmer aus Serbien, Igor Markov, Unternehmer in Odessa, der hat irgendwie den Müllsektor, der hat der Teil irgendwie, hat er sich da unter den Nagel gerissen. Und der saß unter Janukowitsch im Gefängnis, weil er, es gibt in Odessa ein Denkmal von Katharina der Großen. Und der rechte Sektor und die Nationalisten in Kiew, in Odessa, die wollten dieses Denkmal schmeißen. Und dann hat dieser Igor Markov hat irgendwie eine Boxerausbildung, hat sich mit denen so gewandelt. Ne? Und hat irgendwie so, also es gibt so einen Körperkontakt, der ist so fast tödlich. Ne? Also hat sich so. Und das war der Grund, ihn anzukerkern. Ne?
Und dann hat er sogar, hat er auch vom Gewerkschaftshaus gab es so eine Versammlung, das hat er auch mit unterstützt. Dann musste er schnell fliegen aus der Ukraine nach dem Stadtstreik. Dann ging er nach Italien und dann hat die Ukraine durchgesetzt, dass er festgesetzt wird wegen staatsfeindlicher Handlung. Aber dieser Igor Markov, der ist jetzt, glaube ich, in Russland lebt. Auf jeden Fall finanziert er auch einige ukrainische Oppositionelle. In Russland sitzen sowieso alle Minister fast dieser letzten Janukowitsch-Regierung, also Innenminister und was weiß ich. Die sitzen da auf irgendwelchen Datschen. Die haben ihre Websites, also wo sie. Das ist so unterstützt, aber das ist, der Zug ist irgendwie abgefahren. Also die haben den Kontakt zu der politischen Realität. Kann man nicht mehr herstellen, das ist meiner Ansicht nach. Obwohl es gibt ja Länder, wo geflüchtete Leute wieder an die Macht kommen. Und da drin, da gibt es es doch. Brasilien steht ja wohl an. Ja, wollen wir damit jetzt allmählich schließen? Wir hatten gesagt, bis sieben ist jetzt 10 nach 7. Du legst immer noch mal nach. Willst du noch mal nachlegen? Nee, wann warst du zuletzt in den Volksrepublik? Ja, praktisch. Am 26. 27. habe ich mal ein bisschen Reise gemacht. Also am 26. 27. März. Okay. Habe ich auch auf meiner Website ja, du hast was ein Video. Bei und zwei Nachdenksäulen. Für die Nachdenksäulen. Genau. Und ich. Da gibt es diesen ersten Bericht, aber der zweite fehlt. Ja. Und der erste Teil ist da, aber der zweite ist nie gekommen. Ja, ist nicht gekommen, ja. Das, kannst du gleich nochmal ganz kurz sagen? Kommt der noch? Oder? Timoschenko. Timoschenko. Darf ich ganz kurz dazwischen greifen? Ich fände es ganz schön, wenn wir Dieter ausreden lassen würden. Wir wollten nämlich gerade die Sitzung beschließen. Wenn ihr danach noch kurz weitersprechen wollt, könnt ihr das ja machen. Ich finde es sicher, ist auch wenn wir jetzt so nach und nach, dass ihr noch wir Bier, müssen gehen, dass ihr noch, rauskommen. Dass ihr noch ein Bier trinken wollt. Okay, nee, ich wollte jetzt. Du musst auch schon abziehen, naja, noch ein Grund mehr. Nee, ich wollte mich natürlich bedanken, dass du hier warst. Für die vielen Stunden vorher bei der Samstagsdemo. Ja, genau. Und wir bleiben in Kontakt, denke ich. Und wenn du wieder in Hamburg bist, dann bist du automatisch hier bei so einem Treffen. Nein, aber eins wollte ich noch sagen. Gestern las ich noch einen Artikel, einen kurzen Artikel von Kai Ehlers, den kennst du ja auch. Alles dieselbe Quelle, KW Hamburg, stark vertreten heute. Also ihr kennt Kai Ehlers auch, was er schreibt auf seiner Homepage und auch veröffentlicht. Und diesen Artikel finde ich sehr gut. Auch er schreibt, dazu sind wir jetzt gar nicht gekommen, quasi als Lösung dieses Krieges, schreibt er, wie alle anderen auch, wieder baut, unterfahrt und wie alle anderen praktisch, schreibt er, Ukraine muss neutral sein und nicht der NATO angehören. Ne? Und da fällt mir... Wo schreibt er das bitte? Der hat seine eigene Webseite. Der hat einen Artikel gestern geschrieben. Der steht im nächsten, darf ich mal reden, er fragt mich ja. Im nächsten Suffix-Info steht es drin, von Kai Ehlers. So, und da fällt mir ein, diese Sache, dass alle vernünftigen Leute, sage ich mal dazu, dass die sagen, Neutralität ist wichtig und keine NATO, das ist die Lösung oder so. Es hat ja mal 1960 gegründet ein Bündnis der Blockfreien gegeben, 25 Mächte waren dabei, von Tito gegründet, Fidel Castro war dabei, Nasser war dabei, Nero war dabei, also eine unglaubliche Staatenballung, das ist von ihren Führern von oben gegründet worden. Meines Erachtens als Lösung dieses Krieges wäre wichtig, dass heutzutage eine Bewegung entsteht von unten, von den Menschen in Europa, einschließlich Ukraine, die sagen, wir wollen blockfrei sein, wir wollen neutral sein. Dass das die Forderung der Friedensbewegung und von allen Linken sein müsste, meine ich. Ne? Oder, was meinst du dazu? Dass das von unten kommt und nicht daher. Heute wird es nie mehr so sein, dass auf oberster Ebene irgendwelche Staatsleute sagen, wir wollen blockfrei frei sein wie 1960. Das wird nicht wieder sein. Es kann nur von unten kommen. Was? Aus der NATO kann man nicht austreten. Man kann nur eintreten.
Es gibt halt die NATO-Kommandostruktur, die erlaubt es dem Supreme Allied Commander Europe, der jetzt ja gerade neu ernannt wurde, der auch seit jeher ein Amerikaner ist, den Oberbefehl zu übernehmen über sämtliche Streitkräfte hier in Europa. Und Regierung. So, und wenn du die Streitkräfte hast, dann hast du die Regierung. So, der könnte Frankreich ist, glaube ich, mal aus dieser Struktur ausgetreten, aber vor ein paar Jahren wieder eingetreten unter Sarkozy. Nur aus der Militärorganisation. Ja, ja, aus der Kommandostruktur. Ja, stimmt. Aber unter Sarkozy, glaube ich, auch wieder eingetreten, unter Charles de Gaulle ausgetreten, jetzt wieder drin. Und alle europäischen NATO-Staaten sind in dieser Kommandostruktur drin. Ja. Was du ja gesagt hast, finde ich schon als Forderung ganz gut. Ja. Es ist auch mehr nur, dass du sagen, raus aus der NATO, weil da hast du eine positive Perspektive. Ja. Und diese blockfreie Bewegung, die war sehr einflussreich. Mhm. So, ihr müsstet ja auch die zerschlagen. Friedensfaktor war das sogar. Das gebe ich dir noch. Zum Abschluss vielleicht noch eine aktuelle Meldung aus ZDF. Da wird gemeldet, dass in Mariupol jetzt die letzten Zivilisten aus dem Stahlwerk evakuiert sind. Was? Zivilisten? Zivilisten. Ja. Da wird jetzt keiner aufgebaut. Sehr schön. Die waren als Geisel.